Alright, sehr schön, dass du eingeschaltet hast. Also, ich habe heute was ganz Besonderes für dich. Und zwar einen Leitfaden von A bis Z, wie du deine Dates aufbauen musst, damit du richtig abgehst dort. Damit du die Frauen, die du haben möchtest, auf diesen Dates besser kennenlernen kannst und dann sie zu deiner Freundin machen kannst oder eine lockere Sexbeziehung aufbaust. Damit deine Dates dir den Erfolg bringen, den du dir auch wünschst. Und das ist ein wirklich hochwertiges Video, an dem ich jetzt auch lange gearbeitet habe, die Struktur immer weiter ausgefeilt habe und ich wünsche dir sehr gutes Gelingen damit. Wir starten direkt los. Alright, also wie gesagt, wir starten direkt los mit dem Date-Leitfaden, damit du richtig abgehen kannst auf deinen Dates. Und zwar ist das wirklich eine komplette Struktur, wo wir nach der Reihe alles durchgehen, sodass keine Fragen offen bleiben. Und falls irgendwas für dich noch unklar ist, schreib es in die Videobeschreibung und ich gehe noch darauf ein, damit wir auch wirklich alles abklären. Ganz egal jetzt, ob du jetzt gerade jemand bist, der dieses Video gerade entdeckt hat, weil er jetzt ein Date hat und sich fragt, hey, okay, wie soll ich das denn machen? Wie baue ich denn mein Date auf, damit das funktioniert? Oder ob du diesen Kanal hier schon länger verfolgst und vielleicht sogar auch schon aktiv rausgehst und Frauen kennenlernst. Ganz egal, dieser Date-Leitfaden wird dir helfen, dass deine Dates auch wohin führen, dass du mit der Frau zusammenwachst, sie noch besser kennenlernen kannst und ihr eine schöne Zeit zusammen habt und ihr dann eben auch zusammen im Bett landet und von da aus dann, ja, welche Beziehung auch immer entsteht. Ganz wichtig ist, dieses Konzept ist nicht so dieses Gepuschte, gerade wenn du dich jetzt auch fragst, hey Fabian, warum lädst du denn dieses Video hoch, du hast doch schon einen Date-Leitfaden. Das stimmt, aber den habe ich überarbeitet und überholt und ich muss sagen, ich finde diese Version viel besser. Ich habe über die letzten Monate immer wieder das System verfeinert, Dinge abgeändert und so eigentlich eine ganz neue Date-Struktur entwickelt, die deutlich besser noch funktioniert und der noch bessere Ergebnisse bringt. Ich lasse das alte Video trotzdem hier auf diesem Kanal, diesen Date-Leitfaden, weil der ein bisschen ein anderes Ziel hat. Also wenn du jetzt zum Beispiel sehr viele Frauen kennst, zum Beispiel von Online-Dating oder weil du halt einfach schon fleißig warst und viele Nummern gesammelt hast und du möchtest sie jetzt nicht zu deiner Freundin machen, sondern einfach nur einen One-Night-Stand haben oder Sexbeziehungen, aber bist dann nichts anderem interessiert und möchtest so wenig Zeit wie möglich verschwenden, sage ich jetzt mal, dann ist dieser andere Leitfaden vermutlich besser für dich, weil bei dem geht es halt wirklich auch darum, wie du schon am ersten Date die Frau mit zu dir nach Hause nehmen kannst und mit ihr schläfst. Und wenn das alles ist, was dich interessiert, dann halt dich ruhig auch in diese Struktur. Es ist nur so, dass du dadurch auch sehr viele Frauen verlieren wirst. Manche Frauen sind noch nicht beim ersten Date bereit für Sex. Und wenn du das dann so pusht, dann kann es natürlich sein, dass du viele verlierst. Also wirklich, wenn du einfach nur Sex willst und ganz viele Frauen hast und das Ganze schnell gehen soll, dann halte dich an den alten Leitfaden. Aber wenn du da jetzt eine Frau hast, die du gerne hast und wenn du deine Chancen maximieren möchtest, dafür sorgen möchtest, dass die meisten deiner Dates auch dahin führen, wo du das gerne hättest, dann halte dich an diesen Leitfaden her. Dann ist der wirklich auch Gold für dich wert. Und zwar, weil es eben nicht so gepusht ist. Es hat diese Flexibilität von dem, wie es aufgebaut ist. Wir gehen darauf dann noch ganz genau im Detail ein. Dass du möglicherweise, wenn alles gut läuft mit der Frau, einfach auch mit ihr noch zu dir gehst oder zu ihr, wie auch immer, und ihr dort in der Privatsphäre eine besonders schöne Zeit zusammen habt. Gar kein Ding. Oder sie im ersten Date küsst. Aber du musst nicht. Und das ist das Schöne auch an dieser Struktur. Es nimmt so ein bisschen Druck aus dem Ganzen heraus. Und dann haben wir natürlich auch noch Aspekte zu Körperkontakt und so weiter, die auch nochmal ein bisschen überarbeitet. Das sind noch eine bessere Struktur als in diesem alten Leitfaden, wie ich finde. Also schau dir dieses Video unbedingt ganz aufmerksam an. Hol dir am besten auch einen Zettel, einen Stift und schreib mit. Mach dir Notizen. Überlege immer, wenn ich was sage, hey Moment, okay, wie ist das gemeint? Und schreib das in deinen Worten auf. Schreib dir deine eigene Schritt-für-Schritt-Anleitung sozusagen heraus. Weil wenn du das machst und dich richtig damit auseinandersetzt, dann kannst du das noch viel besser verarbeiten, viel besser umsetzen. Es geht dir noch mehr in Fleisch und Blut über und du wirst mehr Erfolg auf deinen Dates haben. Hol dir einen Kaffee, mach's dir bequem, hol dir einen Zettel und Stift und mach das. Oder schreib am Computer mit, wie du möchtest.
ist mein Rat an dich. Aber ich weiß, das ist YouTube, das ist ein kostenloses Video hier. Wenn du jetzt viel Geld für dieses Video bezahlt hättest, dann würdest du das sicher machen. Und nur, dass das hier kostenlos auf YouTube ist, heißt nicht, dass dieses Video nicht so viel wert ist. Dieses Video ist definitiv sehr viel wert. Das würde dir woanders in einem sehr teuren Videoprogramm vielleicht verkauft werden. Aber ich stelle dir das hier so einfach zur Verfügung. Ich möchte auch einfach zeigen, hey, ich gebe dir alles mit vom theoretischen Wissen, das du brauchst, um richtig abzugehen mit den Frauen. Aber wenn du trotzdem noch so diesen Arschtritt brauchst, wenn du sagst, hey, ich fange aber nicht an, oder wenn du gewisse Fehler auch machst beim Frauen kennenlernen, die dir vielleicht gar nicht auffallen, dann helfe ich dir natürlich trotzdem. Gerade im persönlichen Training kriegen wir natürlich das noch viel schneller hin, dass du deine Ziele erreichst. Du weißt eh, du kannst in der Videobeschreibung dich anmelden zum kostenlosen Telefontraining und mit mir reden. Aber von den theoretischen Informationen, von dem Wissen, enthalte ich dir nichts vor. Und das bekommst du jetzt doch alles. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Wir haben ja gemeint, wenn du was zahlen würdest, würdest du auf jeden Fall mitschreiben und diese Arbeit machen. Mach's am besten, aber hey, selbst wenn nicht, habe ich in der Videobeschreibung die Notizen zusammengefasst, damit du nochmal schriftlich ganz knapp zusammengefasst hast, weil dieses Video wird deutlich länger dauern, worauf es ankommt und wie du es umsetzt. Dann kannst du dir das auch einfach nehmen. Du kannst es auch kopieren und dir auf deinem Handy einfach in eine Notiz reinkopieren, damit du auch deine Schritt-für-Schritt-Anleitung immer bei dir hast. Das ist noch ein kleiner Tipp, was du machen kannst, wenn du einfach wirklich keine Lust hast, jetzt mit rauszuschreiben. Aber wenn du das meiste aus diesem herausholen möchtest, dann mach das natürlich. Und falls du dich jetzt auch fragst, falls du mich noch nicht kennst, wieso ich dir da jetzt erzähle, wie du richtig abgehst auf Dates und wieso ich das eigentlich kann und weiß. Ich bin professioneller Flirttrainer und seit 6 Jahren, seit 6 Jahren bringe ich anderen Männern bei, wie sie erfolgreich bei Frauen werden, wie sie Frauen kennenlernen können, wie sie diesen ganzen Prozess so gestalten, dass sie tolle Frauen in ihr Leben bekommen. Und gerade Männer, die jetzt noch nicht so Erfolg hatten im Liebesleben, haben dann auf einmal Frauen in ihrem Leben und leben auf einmal ein tolles Liebesleben. Das ist das, was mich so erfüllt. Und ich habe schon vielen Männern geholfen, das umzusetzen. Ich mache das auch hauptberuflich neben meinem Psychologiestudium, was das Ganze eben auch nochmal ein bisschen unterstützt, und habe selber auch schon 8 Jahre Erfahrung damit, aktiv Frauen anzusprechen in verschiedensten Situationen, sie besser kennenzulernen, Dates zu führen, und habe eben diese Struktur noch immer weiter verbessert. Ganz oft wird dir ja auch erzählt, du musst irgendwie ein High Value sein, also einen hohen Wert haben, hohen Status haben, viel Geld haben. Es geht ums Aussehen, ein cooles Auto. Aber das stimmt so nicht so ganz. Ich meine, natürlich, durch hohen Status bekommst du Zugang zu anderen Frauen in anderen Kreisen. Und wenn du die möchtest, dann die kennenlernen möchtest, dann brauchst du natürlich auch irgendwo einen gemeinsamen Nenner mit diesen Frauen und musst irgendwie auch dahin kommen, dass du sie gut kennenlernen kannst. Und dann stimmt das. Aber das, worauf es wirklich ankommt, ist, dass du diesen Prozess drauf hast. Diese Struktur, die ich dir hier ja auch auf YouTube zur Verfügung stelle. Wie sprichst du Frauen im Alltag an? Wie schreibst du mit Frauen? Wie sprichst du Frauen im Club an? Wie verhältst du dich am Date, was wir jetzt besprechen? Wenn du das in Fleisch und Blut hast, dann bist du richtig gut und erfolgreich mit Frauen. Und das musst du einfach ein paar Mal üben, dir dann immer überlegen, hey, was habe ich noch nicht so gemacht, wie in diesem Leitfaden beschrieben, und was mache ich nächstes Mal besser? Und wenn du das eine Zeit machst, am besten natürlich im persönlichen Training mit mir, weil dann ist natürlich ganz klar, dass du ganz schnell an dein Ziel kommst, während wenn du das selber machst, kannst du ja an vielen Stellen falsch abbiegen, ohne dass du es merkst. Dann bekommst du das hin. Okay, dann kommen wir jetzt zur Struktur, sozusagen die Kapitelübersicht, das Inhaltsverzeichnis dieses Videos. Also ganz am Anfang, wenn wir mal ganz allgemein darüber reden, was ist eigentlich ein Date, mit welcher Einstellung gehst du dann da hinein und so weiter. Ganz so die Einführung in das Ganze mal. Dann gehen wir ganz genau darauf ein, wie du dich eigentlich auf deinen Dates verhältst, von der Dynamik, wie sich dein Verhalten auch verändert und so. Du wirst dann gleich genauer erfahren, was damit gemeint ist. Dann gehen wir auf den Aufbau der Dates ein. Wie musst du deine Dates aufbauen? Was machst du mit der Frau? Wann sollst du sie küssen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, mit ihr zu schlafen? Wie initiierst du das Ganze? Was unternimmst du mit ihr? Wie baust du deine Dates auf? Wie viele Dates lässt du dir Zeit? All das. Aber natürlich ist das noch nicht alles. Abgesehen davon musst du natürlich auch dafür sorgen können, dass der Funke überspringt, dass eine sexuelle Spannung zwischen euch entsteht am Date, dass sie sich denkt, hey, bei ihm fühle ich dieses gewisse Etwas. Und wie du das initiierst, wie du richtig flirtest, um diese Spannung zu erzeugen, darauf gehen wir auch im Detail ein.
Dann gibt es den Aspekt von dem Ganzen auch, den Körperkontakt. Beim Körperkontakt kannst du natürlich leicht zu viel machen, aber du kannst auch ganz leicht zu wenig machen. Und da reden wir darüber, wie du den am besten gestaltest, sowohl von deiner inneren Einstellung bei der ganzen Sache, als auch so, damit einfach Berührungen zwischen dir und der Frau was Normales werden, ihr euch näher kommt auf der psychischen Ebene, sondern auch auf der physischen Ebene, was dann natürlich auch wichtige Vorstufen sind, um die Frau küssen zu können und um dann noch intimer mit ihr zu werden und Sex mit ihr zu haben. Und einfach auch mit ihr zu kuscheln und nah beieinander zu sein, dass ihr euch von Anfang an daran gewöhnt. Dann ist natürlich noch ein ganz wichtiger Aspekt, worüber sollst du reden? Ganz viele Leute haben diese Frage, was mache ich denn vor peinlicher Stille, wenn ich nicht mehr weiß, worüber ich reden soll? Da gebe ich dir auch ein paar konkrete Beispiele mit von interessanten Themen, die euer Kennenlernen in die richtige Richtung, in eine vorteilhafte Richtung für euch beide lenken. Da wirst du sehr konkrete Dinge auch dazu bekommen. Und dann gehen wir aber auch noch allgemeiner darauf ein, was ist ein guter Gesprächsverlauf, was sind denn mögliche Themen oder mögliche Überkategorien quasi von Themen. Das klingt jetzt vielleicht noch nicht so ganz klar, wenn wir dann an der Stelle angelangt sind, weißt du genau, was damit gemeint ist. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, Deep Talk, wirklich tiefe Gespräche, sind eine wichtige Komponente von dem Ganzen, weil sie euch natürlich auch sehr zusammenschweißen und das Vertrauen zwischen euch erhöhen und euch auch das Gefühl geben, einander schon lange zu kennen. Was natürlich super ist, vor allem wenn ihr dann auch intim werden wollt, wenn ihr eben auch diese Verbundenheit zueinander spürt. Deswegen gebe ich dir dann auch noch eine Technik mit, wie du mit der Frau ganz leicht auch in die Tiefe kommen kannst und wirklich spannende, tiefgründige Gespräche führen kannst. Und das ist eigentlich auch schon alles, was du dann wirklich brauchst, um auf deinen Dates richtig zu rocken, um von deinen Dates den Erfolg zu bekommen, den du dir wünschst, um diese Hammerfrauen dann auch in dein Leben zu ziehen und die Zeit zu genießen. Und so gehen wir das Ganze jetzt zusammen durch. Ich hoffe, du freust dich drauf. Das ist wirklich was Besonderes. Ich selber habe eben auch über die letzten Monate diesen Leitfaden oft ausprobiert auf Dates, immer weiter verfeinert und bin so letztendlich jetzt bei einer Struktur gelandet, die noch besser ist, die alte überholt hat. Die Nachforschung war sozusagen erfolgreich und das möchte ich dir jetzt mitgeben. Und ich hatte auch schon zahlreiche Dates, auch mit diesem Konzept, die sehr gut funktioniert haben. Ich habe auch schon im engeren Kreis Leuten dieses Konzept anvertraut, die dieses Konzept auch sehr angesprochen hat, die auch sehr erfolgreich mit dem Ganzen waren. Und jetzt freue ich mich, das Ganze mit dir zu teilen und wünsche dir ganz viel Erfolg auf deinen Dates. Okay, dann lass uns einmal ganz allgemein darüber sprechen, wie ist denn das jetzt am Date? Vielleicht hast du so in deinem Kopf ein bisschen, das ist jetzt eine Performance, ich muss da jetzt besonders cool sein, gut rüberkommen, das und das alles leisten. Und zugegebenermaßen, wenn wir jetzt dieses Konzept hier auch so durchgehen und du dich an diesen Schritt-für-Schritt-Plan hältst, dann ist das natürlich naheliegend auch, dass du dir ein bisschen in diese Denkweise hineinkommst. Und gerade wenn du das auch lernst, stimmt das schon zu einem gewissen Grad. Aber du solltest hauptsächlich, also überwiegend, dich darauf freuen. Realisiere, du hast schon sehr vieles sehr gut gemacht. Du hast deine Frau angesprochen, du hast sie gut kennengelernt, ja, hattet eine coole Zeit und sie hat jetzt Lust auf ein Date mit dir. Oder von mir aus hast du auch einfach nur dein Online-Dating-Profil gut gestaltet, wovon auch immer du sie kennst. Du hast schon sehr viel sehr gut gemacht und das Date ist jetzt deine Belohnung. Du hast jetzt eine wunderschöne Zeit, die du genießen kannst. Du bist jetzt mit einer attraktiven Frau auf einem Date und ihr lernt euch kennen. Das ist was Wunderschönes. Und vielleicht hilft es dir auch ein bisschen, nimmt so ein bisschen Druck von dir, wenn du realisierst, dass nicht alle Menschen auch zusammenpassen. Wenn du dir jetzt denkst, oh, und ich muss sie unbedingt von mir überzeugen, dreh den Spieß in deinem Kopf mal um. Vielleicht passt sie gar nicht zu dir, vielleicht magst du sie ja auch gar nicht. Fokussiere dich lieber darauf, die Zeit zu genießen, einen schönen Abend zu haben und sie dabei kennenzulernen. Und genieß das Ganze und freu dich auf das Ganze. Und am Date geht es schon darum, auch zu dir zu stehen, klare Werte zu haben, dass du auch weißt, wer du selber bist und dazu stehst. Und wenn sie mal was anders sieht, dann kannst du ruhig auch dazu stehen und so und das sagen und das passt. Aber gerade wenn du auch einfach du selbst bist, dann gibt es nun mal auch Menschen, wo es einfach nicht sein soll. Ist nun mal so. Aber wenn du auch zu dir stehst, dann wirst du auch mit Frauen auf Dates gehen, wo es richtig gut passt. Und dann werdet ihr zusammenwachsen. Dann wird sie sich denken, wow, du bist cool für der du wirklich bist. Und nicht für irgendwie eine Performance und so weiter. Also steh ruhig zu dir und
Mach dir auch klar, du genießt einen schönen Abend mit ihr, du möchtest sie besser kennenlernen, aber nicht jeder ist füreinander geschaffen und wenn es nicht sein soll, dann soll es eben nicht sein. Und andere Fehler machst du nicht, weil du hast jetzt diesen Leitfaden, du ziehst dir den jetzt aufmerksam rein und weißt dann genau, was du auf deinen Dates wie machen musst. Das heißt, dass du dann in der Friendzone landest oder so. Das sind keine Probleme mehr, die dir von nun an passieren werden, sofern du das natürlich auch in der Praxis dann umsetzt. Also genieße einfach diese Zeit und steh auch durchaus zu dir. Ganz viele Männer glauben auch, dass sie auf Dates möglichst prahlen müssen. Das erzählen Frauen auch sehr oft, dass sie dann darunter leiden, wenn dann Männer am Date sitzen und sagen, ja, und jetzt bin ich befördert worden und ich kann das und das und so. Und so auffällig, ganz eindeutig einfach prahlen. Und das interessiert die Frau nicht. Sie interessiert, wie sie sich bei dir fühlt, wie ist die Zeit mit dir. Und sie will dich auch kennenlernen. Wenn sie dir Fragen stellt und du hast ein attraktives, cooles Leben, dann kommt das ganz von selber durch. Aber nicht aufgrund von einer eigenen Unsicherheit quasi dich zu qualifizieren, die ganze Zeit irgendwie prahlen zu müssen, weil du Sorge hast, nicht auf Augenhöhe zu sein. Mach's wie ein selbstsicherer Mann und sieh dich und die Frau direkt auf Augenhöhe und sei einfach gespannt auf das Kennenlernen. Jetzt kommen wir dazu, worauf es beim Date eigentlich wirklich ankommt. Es sind eigentlich nur drei Dinge, die ihr nach der Reihe miteinander umsetzen müsst, wie auch immer ich das am besten formuliere. Drei wichtige Komponenten. Wenn diese drei Dinge gegeben sind, dann klappt das Date. Und wir gehen dann nachher auch ganz genau im Detail, dafür sind ja auch die einzelnen Komponenten, die wir vorher schon erwähnt haben, darauf ein, wie du diese Schritte umsetzt. Die erste Komponente, die gegeben sein muss, ist mal gegenseitige Sympathie. Ihr trefft euch jetzt mal und die ersten 10 Minuten seid ihr vielleicht noch so ein bisschen angespannt und so und noch unsicher, wer ist die andere Person, je nachdem von wo ihr euch jetzt schon kennt. Und dann verbringt ihr mehr Zeit miteinander und ihr unterhaltet euch. Und je mehr Zeit zwei Menschen miteinander verbringen, desto wohler fühlen sie sich im Normalfall miteinander. Außer diese Zeit ist sehr negativ, Streit und so weiter. Aber ansonsten fühlen sie sich immer wohler und wachsen mehr zusammen, bekommen das Gefühl, einander zu mögen und schon länger zu kennen. Was ja auch irgendwie ganz klar ist. Du kannst diesen Effekt dann natürlich auch noch zusätzlich verstärken, indem du mit der Frau über Gemeinsamkeiten sprichst. Wenn du so drauf kommst, okay, hier und da haben wir einen gemeinsamen Nenner und dann redest du über solche Themen. Noch ein kleiner Geheimtipp eben auch, weil wenn du über etwas redest oder ihr über etwas redet, was euch beide interessiert, dann gehen euch auch nicht die Gesprächsthemen aus. Und ihr verstärkt euch gegenseitig, weil das ja auch positives Feedback ist und schweißt euch noch mehr zusammen. Vielleicht kennst du das, wenn du auf Urlaub bist oder so und dann triffst du auf einmal Leute, die aus deinem Land sind, die deine Sprache sprechen. Irgendwo in einer Studentenherberge oder wo auch immer. Und ihr habt sofort diesen gemeinsamen Nenner und so, hey, wow, auch von da, zack. Solche Situationen. Oder du bist auf einer Party und du kennst eigentlich niemanden, dann kommst du aber drauf, hey, da gibt's auch eine Person, die kennt hier auch niemanden. Und sofort seid ihr auf einer gemeinsamen Ebene. Und das ist eben das, was auch dahinter steckt, über Gemeinsamkeiten zu reden, um eben diese Sympathie, diese erste Komponente noch stärker aufzubauen und dieses Vertrauen dann auch mit der Frau auch zu haben. Dann auch Zeit miteinander zu verbringen, viel zu reden und eben auch Deep Talk mit ihr zu führen. Also wirklich in die Tiefe zu gehen, sie wirklich zu verstehen, wie sie wirklich ist und dadurch natürlich auch eine ganz starke Verbindung zueinander aufzubauen. Dann vertraut ihr euch, habt einen gemeinsamen Nenner, verbringt Zeit miteinander und dann ist diese Sympathie schon da. Dann mögt ihr euch. Das ist die erste Komponente, das ist mal die Grundvoraussetzung. Aber das alleine wird noch nicht reichen, weil wenn du nur das hast, was passiert dann wohl? Das ist wohl einfach nur eine Freundschaft. Was jetzt noch fehlt, und das ist die zweite Komponente, ist, dass es zwischen euch knistert. Dass so eine sexuelle Spannung da ist, dass es so ein bisschen funkelt, dass ihr flirtet. Ich habe schon verraten. Du machst das, indem du flirtest. Wenn mal diese gemeinsame Sympathie da ist, wenn ihr euch wohlfühlt, dann beginnst du auch einfach zu flirten. Und wie du das genau machst, das besprechen wir noch. Und dadurch kannst du dann diese sexuelle Spannung erzeugen. Und wenn gegenseitige Sympathie da ist und du initiierst das, dann wird sie auch darauf einsteigen und Bock drauf haben. Ich meine, es kann natürlich sein, dass du jetzt eine Frau hast, die sehr unsicher ist, die selbst gar nicht flirten kann, die den Augenkontakt nicht halten kann. Aber trotzdem, wir werden das schon so aufbauen und so machen, dass sie trotzdem spürt, dass du Interesse an ihr hast und mit der Zeit wird sie dann auch auf das Ganze einsteigen. Wenn natürlich keine gegenseitige Sympathie am Anfang da ist,
und dann flirtest du, dann wird es eher schwieriger. Dann kann es natürlich auch sein, dass das nicht so gut entsteht. Deswegen Sympathie aufbauen und dann zu flirten beginnen. Und dann die dritte Komponente, die natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du dann auch die Initiative ergreifst. Weil es ist nun mal so, nur ganz wenige Frauen werden von sich aus dann dich küssen. Klar, wenn sie das Knistern spürt, die Sympathie und du hast das alles richtig gemacht, könnte das schon passieren. Aber generell passiert das eher selten. Du bist der Mann und du musst die Initiative ergreifen. Das musst du dich auch trauen. Da geht es dann auch darum, dass du zum Beispiel in ihrer Körpersprache erkennst, okay, sie ist interessiert, sie flirtet, sie hat Bock auf das Ganze und du kannst in ihrer Körpersprache dann noch ganz genau erkennen, dass sie dich küssen möchte. Und wenn du das siehst, dann ergreifst du erst recht die Initiative und küsst sie. Aber das ist die dritte ganz wichtige Komponente bei der Sache. Die Initiative zu ergreifen. Je nachdem, wo euer Kennenlernen schon steht, ist das was anderes. Das kann sein, dass du sie dann küsst. Das kann sein, dass du sie mit einem Vorwand mit zu dir nach Hause nimmst. Das kann sein, dass ihr vom Küssen zum Sex überleitet. All diese Dinge. Aber du musst es machen, weil von nichts kommt nichts. Wenn du nichts machst, dann hattet ihr ein Date, ihr hattet eine sexuelle Spannung, aber am Ende war es das auch wieder. Und deswegen Initiative ergreifen. Aber natürlich musst du sie jetzt nicht am ersten Date mit zu dir nehmen und mit ihr schlafen, gerade wenn das vielleicht dir auch noch ein bisschen zu schnell ist. Kein Stress. Darauf gehen wir dann im Aufbau der Dates noch ganz genau ein. Okay, dann kommen wir jetzt noch zu deinem Verhalten auf dem Date, zum Verlauf, wie sich die Zeit zusammen entwickeln soll. Weil ein ganz häufiger Fehler auf Dates ist es, dass der Mann sich denkt, okay, ich möchte diese Frau haben und ich gebe jetzt alles und du stehst voll am Gas und du gehst auf sie zu beim Date und du denkst dir, ja, ich werde das richtig rocken und dann sprichst du sie an und ihr begrüßt euch besser gesagt und du gibst von Anfang an richtig Gas, machst alles, was du machen kannst und du flirtest und so weiter und das ist nicht so optimal. Irgendwann wird das Ganze auch anstrengend. Die Energie geht auch raus. Gerade wenn du eben so, wenn du sie mit so einem überkompensierenden Flirt auch überrumpelst, weil du dir denkst, ich gebe jetzt richtig Gas, ich werde das jetzt richtig rocken. Und nach einer gewissen Zeit, weil es eben auch nicht authentisch entsteht, dieses Flirten, diese gemeinsame Energie, wird das anstrengend für dich. Und dann wirst du müde. Und was dann passiert ist, du startest ganz stark. Und dann wird es immer schlechter eigentlich und irgendwie ein bisschen langweiliger und du bist schon ein bisschen kraftlos und du hast dich gleich mit diesem Flirt überrumpelt. Viel besser ist es, wenn ihr, je mehr Zeit ihr miteinander verbringt, eine immer bessere Zeit habt. Je länger ihr euch kennt, desto mehr Spaß habt ihr, desto mehr wächst ihr zusammen, desto mehr von diesen vorher genannten drei Komponenten spielen in das Ganze hinein und führen euch noch mehr zusammen und gewährleisten euch eine schöne Zeit. Und ihr genießt es und ihr mögt die Zeit miteinander. Und das machst du, indem du am Date am Anfang ganz entspannt einsteigst. Du gehst mal hin bei der Begrüßung und so diese ersten 10, 20 Minuten, die sind manchmal noch so ein bisschen angespannt, noch nicht so im sozialen Modus, kommt drauf an, was du und was sie auch vorher gemacht haben. Und dann ist das so ein bisschen, erstmal warm werden, ein bisschen komisch oft. Und diese ersten 10, 20 Minuten sind okay so. Akzeptiere auch, dass das so ist, wenn das so ist, wenn alles gleich super lustig ist und float, alles cool, umso besser. Aber im Normalfall bei Dates mit Frauen, die du vielleicht auch noch nicht so gut kennst, ist es so, dass du zuerst mal auflockern musst. Und das mach auch. Fang ganz entspannt an. Auch, hey, hi, cool, und wie war dein Tag? Was hast du heute so gemacht? Diese Gesprächsthemen. Was hast du heute so gemacht? Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Jeder erzählt mal so ein bisschen. Und von da an einfach gut zuhören und das Gespräch dann weiterführen, reicht vollkommen aus für den Anfang. Du steigst ganz entspannt ein. Du musst nicht gleich die gute Show geben, sondern ganz gechillt. Dann, nach einiger Zeit, ihr trefft euch irgendwo, dann geht ihr in das Pub oder was auch immer ihr zusammen unternehmt. Und dann sitzt ihr beieinander und nach diesen 10, 20 Minuten schaltest du dann langsam um in diesen sozialen Modus. Dieses, hey, es ist cool, mit dir zu reden, wir haben eine coole Zeit. Nicht, dass du das jetzt schon sagen sollst an dieser Stelle, aber einfach von deiner Art, von der Energie zwischen euch. Ihr fangt beide an zu lachen und das Gespräch wird natürlicher und ihr findet vielleicht schon Gemeinsamkeiten, ein Thema, das euch interessiert. Und es macht so Klick im Kopf und du bist so im sozialen Modus. Du bist aufgelockert im Moment, nicht mehr so in deinem Kopf und so habt ihr eine coole Zeit zusammen. Und dann geht es in den dritten Modus sozusagen. Du fängst an zu flirten. Und jetzt ist es eben nicht so, dass du sie von Anfang an mit diesem überkompensierenden Flirt überrumpelst, sondern dass sie sich verdient, dass du mit ihr anfängst zu flirten. Weil
Naja, das ist eben nicht von Anfang an alles und du machst und so weiter, sondern je mehr Zeit ihr miteinander verbringt, desto besser wird es, desto mehr genießt ihr das Beisammensein. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass er in den sozialen Modus erst wechselt und dann sogar in den Flirtmodus. Genau, und dann beginnt es zwischen euch einfach immer mehr zu knistern, weil sie sich das verdient und ihr eine gute Zeit zusammen habt. Und je mehr Zeit ihr zusammen verbringt, desto besser wird es. Und das ist ein super Verlauf für ein Date. Jetzt geht's immer weiter nach oben. Es wird immer besser und das Ganze ergibt sich auch natürlich. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Entspannt beginnen, dann umschalten in den sozialen Modus und dann anfangen, richtig mit ihr zu flirten. Und keine Sorge, wie du so richtig gut flirtest am Date, besprechen wir noch. Davor sprechen wir jetzt noch über den Aufbau der Dates. Wann sollst du sie küssen? Was sollst du mit ihr machen? Wann ist der richtige Moment gekommen, um auch mit ihr zu schlafen? Wie gestaltest du deine Dates? Also, super cooles Konzept. Ich möchte dir jetzt das 3-Dates-Modell vorstellen. Nicht 3 Dates, weil du 3 Dates brauchst, bis du mit der Frau schläfst, sondern weil dieses Konzept auch diese Flexibilität beinhaltet, aber wir eben diese ersten 3 Dates jetzt mal planen, wie sie aufgebaut sein sollen und spätestens beim 3. sollte es dann doch durchaus schon zur Sache gehen. Ihr müsst nur nicht unbedingt miteinander schlafen, ich meine, manchmal dauert es eben länger, bis du oder auch sie sich darauf einlassen könnt, aber es ist schon klar, dass ihr dann eine ganz intime Beziehung führt. Okay, also am allerersten Date, mach dir keinen Druck, ganz entspannt. Ganz oft hört man dann irgendwie, soll ich sie am ersten Date schon küssen? Ich weiß nicht. Und manche sagen dann, nein, ich würde mich niemals küssen lassen am ersten Date. Und dann gibt es aber auch wieder andere Dating-Leitfäden, die sagen, du musst sie unbedingt am ersten Date küssen, sonst wird sie dich nicht mehr sehen wollen und du bist in der Friendzone. Nee. Also ganz wichtig ist beim ersten Treffen, beim ersten Date, dass du mit ihr flirtest, dass du das dann umsetzt, wie wir das noch besprechen, und Körperkontakt aufbaust und auch Deep Talk mit ihr führst und so weiter. Wenn du all diese Dinge machst, mach dir keine Sorgen, dass du in die Friendzone abrutschst. Das ist Quatsch. Wenn du dich natürlich verhältst wie ihre beste Freundin oder wie eine Freundin und gar kein sexuelles Interesse an ihr zeigen kannst und auch nicht dazu stehst, dass du ein Mann bist, der sie begehrt, dann wird sie dich einfach als einen Freund einkategorisieren. Und dann ist natürlich die Frage, ob sie dich dann noch sehen möchte, weil Freunde hat sie wahrscheinlich auch gute in ihrem Leben. Das heißt also, wenn du flirtest und Körperkontakt aufbaust, ein cooles Gespräch mit ihr hast, keine lang anstrengenden Smalltalks und coole Gespräche, dann ist das alles cool. Dann konzentrier dich einfach mal darauf, Spaß zu haben. Worauf hast du Bock? Was würde dir jetzt richtig Spaß machen? Was wäre ein cooler Abend? Hast du Lust, bowlen zu gehen? Hast du Lust, in eine Spiele-Arcade zu gehen und diese ganzen Eishockey und solche Dinge zu spielen? Magst du in einen Pub gehen? Magst du in ein Museum gehen? Ist auch vollkommen in Ordnung. Ganz egal, was du Lust hast einfach, was du dann mit dir unternimmst. Und wie du das Date initiierst und dass du auch einfach dann der Mann bist mit einem Vorschlag, der sagt, pass, komm dann dahin und dann gehst du mit dir dorthin, ohne jetzt wirklich zu sagen, hey, hättest du vielleicht Lust darauf und so. Das haben wir hier alles schon geklärt, vor allem auch in dem Leitfäden zum Schreiben mit Frauen. Also das spreche ich jetzt auch gar nicht weiter an. Wie du das Date ausmachst, das ist nämlich nicht das Thema von diesem Video, das ist das Thema vom, wie schreibe ich mit Frauen am besten. Also, du machst einfach was mit ihr, was dir Spaß macht und auf diesem Date flirtest du hart mit ihr. Und du baust Körperkontakt auf. Mehr musst du nicht machen. Wenn du Lust hast, sie zu küssen, wenn du siehst, wie du das erkennst, besprechen wir noch, dass sie dich küssen möchte und du küsst sie, hey, alles cool, mach das, perfekt, ist sogar noch besser. Aber es ist nur optional. Du musst sie auch am ersten Date nicht mit zu dir nach Hause nehmen oder sonst irgendwas. Aber hey, wenn ihr schon wild rumschmust, die Finger nicht voneinander lassen könnt, natürlich nehmen sie dann mit zu dir nach Hause. Und das kannst du ganz einfach machen über Vorwände. Du kannst zum Beispiel sagen, boah ja, habe eigentlich schon richtig Hunger. Und schauen, ob sie sagt, ah ja, ich auch. Dann kannst du eine halbe Stunde später sagen, hey, hast Lust, wollen wir noch was kochen? Wenn du sagst, boah, ich habe richtig Hunger und sie sagt, boah, ich bin so voll, dann weißt du, okay, das ist ein schlechter, ungeeigneter Vorwand. Dann kannst du eben auch noch was anderes einbauen. Zum Beispiel von einer Virtual Reality Brille erzählen, eine Geschichte über deine Cocktailbar erzählen, über einen Film reden und so weiter. Und dann kannst du später einfach auch sagen, hey, du hast Lust, wollen wir den Film noch schauen, wollen wir den Süßwein trinken, von dem ich dir erzählt habe. Und dann kannst du über diesen Vorwand mit ihr noch zu dir gehen. Das ist sozusagen das Konzept der guten alten Briefmarkensammlung. Kannst du am ersten Date machen, musst du aber alles nicht. Denn wenn du flirtest,
Aber du küsst sie nicht am ersten Date. Dann wird sie sich nämlich denken, weil sie wird dich richtig einkategorisieren. Sie wird wissen, hey, du bist ein Mann, du stehst zu dir und wissen, okay, das ist ein romantisches Kennenlernen zwischen euch. Aber dann wird sie sich trotzdem beim zweiten Date nicht denken, oh, hoffentlich ist er nicht zu aufdringlich oder so und ich möchte mich noch nicht so leicht hergeben lassen oder was auch immer sie dann in dem Moment denken könnte, sondern, oh shit, der war eigentlich richtig süß. Ich hoffe, er ergreift die Initiative. Und damit drehst du die Dynamik komplett, weil auf einmal denkt sie sich, hey, ich hoffe, er macht was und lässt sozusagen auch ihre Barrieren, ihre gesellschaftlich auferlegten Sorgen, ich will nicht so leicht zu haben sein und diese ganzen Dinge, legt sie dann ab und hofft sogar, dass du was machst. Außerdem finde ich es persönlich auch richtig cool, die Frau nicht im öffentlichen Raum zu küssen, wo, also beim ersten Kuss vor allem, wo, naja, sie sich vielleicht auch beobachtet fühlt und wo auch nicht mehr passieren kann, weil da ja auch andere Leute sind, sondern zu warten mit dem Kuss, bis sie auch in meiner Wohnung ist, bei mir, und sie dort zu küssen. Und dann entlädt sich diese ganze sexuelle Spannung vom Flirten auf einmal und von diesem Kuss ist es dann auch gar nicht mehr so weit zum Sex. Das heißt, wenn du am ersten Date noch gar nichts machst in Bezug auf sie küssen oder sie mit zu dir nach Hause nehmen, aber beim zweiten Date dann schon und sie beim zweiten Date dann auch küsst, dann kannst du auch schon am zweiten Date super gut mit ihr schlafen. Also, du merkst schon, das ist jetzt schon der Übergang, wie du dein zweites Date aufbaust. Am ersten Date, mach, was dir Spaß macht, flirte mit ihr, alles cool. Kannst du auch mit nach Hause nehmen, wenn ihr das wollt. Eben, wie gesagt, das ist flexibel, kannst du, musst du aber nicht. Zweites Date ist, du machst irgendwas mit ihr, was in deiner Nähe ist, von deiner Wohnung. Am besten ist immer, wenn es in deiner Nähe ist, weil dann hast du natürlich auch die Kontrolle ein bisschen mehr über das Ganze, wie das Ganze abläuft und so. Aber wenn das bei dir nicht geht und du aus irgendwelchen Gründen auch die Frau nicht zu dir nach Hause nehmen kannst und du möchtest zu ihr nach Hause gehen, dann macht das Treffen irgendwo in der Nähe, wo sie wohnt. Er hatte dir vorher schon ein komplettes Date, du wirst schon ungefähr herausgefunden haben, wo sie wohnt. Dann kannst du einfach einen Park dort in der Nähe vorschlagen oder ein Kaffeehaus oder so. Und am besten ein Kaffeehaus. Und dann gehst du mit ihr beim zweiten Date erstmal einen Kaffee trinken, so am späten Nachmittag und dann noch eine Runde im Park spazieren. Und während diesem Parkspaziergang baust du wieder Vorwände ein, kochen. Du erzählst von einem total aufregenden Virtual Reality Spiel, weil du so eine Virtual Reality Brille hast und später fragst du, ob sie es ausprobieren möchte. Oder, ja, die Möglichkeiten sind da ganz unlimitiert. Du kannst auch sie fragen, ob sie gerne Shisha raucht, wenn du eine gute Shisha hast. Dann musst du einfach auch kreativ sein und dich fragen, was hast denn du an coolen Aktivitäten als Gastgeber auch bei dir zu Hause? Und dann gehst du mit ihr noch zu dir und dort geht ihr auch zuerst mal diesem Vorwand nach. Schaut einen Film, kocht was, wie auch immer. Und dort baust du aber dann noch mehr auch Körperkontakt auf. Dort küsst du sie dann und schaust mal, wie weit das Küssen auch führt. Zu wildem Schmusen, zu Fummeln, zu Sex oder auch nicht. Du musst überhaupt keinen Druck machen. Wenn es ihr auch irgendwann zu viel ist, wird sie auch einfach sagen, hey, lassen wir mal. Kein Ding, du hast ja noch das dritte Date. Oder es führt gleich zum Sex und ihr schlaft am zweiten Date miteinander. Auch cool. Aber so machst du das mal von der grundsätzlichen Struktur auch beim zweiten Date. Und dann kann es natürlich sein, dass ihr schon miteinander geschlafen habt im zweiten Date. Wenn das so ist, dann geht es ein bisschen anders weiter. Dann machst du von dem Moment an alles, was ich dir in diesem Video erklärt habe. Ich verlinke es dir da oben auch. So bekommst du die Beziehung, die du dir wünschst. Lockere Sexbeziehung führen oder feste Freundin finden, Erwartungen von Anfang an richtig lenken, damit eben auch niemand verletzt wird. Also, ich habe es dir gerade vorhin da verlinkt. Schau dir das dann an dieser Stelle auch an. Also, schau am besten dieses Video jetzt erstmal fertig, weil das bricht natürlich mit dem Thema. Aber wenn das dann ein Thema für dich ist, wenn du mit der Frau geschlafen hast, dann musst du die Erwartungen richtig lenken. Du trägst dann natürlich auch eine Verantwortung, weil du hast es jetzt drauf und du weißt, wie du am Date wirklich gut bist, damit das funktioniert. Das heißt, du wirst natürlich auch viel Erfolg mit vielen Frauen haben und naja, dann ist es deine Verantwortung, dass du die Erwartungen richtig lenkst, weil sonst tust du ihnen weh und das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Wenn du aber jetzt noch nicht mit ihr geschlafen hast, dann kommen wir jetzt zum dritten Date. Und das dritte Date machst du so, dass du ihr die Wahl gibst über Text, wenn du ihr schreibst. Möchtest du lieber irgendwie einen Vorwand, den du schon eingebracht hast? Ihr habt zum Beispiel beim ersten oder beim zweiten Date über einen Film geredet. Dann kannst du im dritten Mal sagen: Hey, möchtest du diesen Film bei mir schauen? Welcher Film auch immer das jetzt war. Oder lieber was trinken gehen. Und
dann lass du sie wählen. Und wenn du sagst, hey, komm zu mir Film schauen, kannst du viel Druck sein, das möchtest du wieder nicht. Wenn du ihr die Wahl gibst, kann sie sich's aussuchen. Es spielt aber keine Rolle. Weil wenn sie sagt, ich möchte was trinken gehen, dann ist das voll okay. Aber dann schau einmal auf Google Maps, was ist denn das Pub, das Nächste bei dir in der Umgebung. Und dann gehst du mit ihr von diesem Pub danach einfach zu dir. So wie du das beim zweiten Date auch machst, über die Vorwände. Und dann kannst du sie wieder küssen und schauen, wie weit das Ganze führt. Wenn sie sich, also du solltest auf jeden Fall am zweiten Date auch schon die Initiative ergreifen und sie küssen. Wenn du es nicht gemacht hast, ist schon eher schlecht. Aber hey, du hast noch das dritte Date so und wie gesagt, wenn du sie dann auch bei dir zu Hause hast, dann ist es vom Kuss bis zum Sex gar nicht so weit. Das heißt, es kann sein, dass ihr dann gleich am dritten Date sogar Sex auch miteinander habt. Wichtig ist halt, dass du das spätestens am dritten Date machst. Aber wenn sie jetzt auch noch nicht darauf einsteigt und sich am dritten Date immer noch nicht von dir küssen lassen möchte, obwohl ihr miteinander flirtet und du all diese Dinge machst, die wir dann auch weiter noch beschreiben werden mit dem Körperkontakt, dann ist es ein bisschen komisch. Du musst irgendwie überlegen, ob du da jetzt noch weitermachen möchtest. Also wenn sie sich am dritten Date immer noch nicht küssen lassen will, würde ich es eher lassen. Wenn sie jetzt beim dritten Date und beim zweiten ja vielleicht schon geschmust haben, jedes Mal ein bisschen weiterkommt, aber sie ja einfach länger braucht, bis sie sich auch sexuell auf jemanden einlässt, hey, kein Ding, gib ihr noch ein Date, gib ihr noch zwei Dates, nach dem fünften Date immer noch kein Sex, das solltest du dann wirklich gut überlegen. So, dann will sie dich vielleicht entweder irgendwie hinhalten, vielleicht hast du den Fehler gemacht, in teure Restaurants mit ihr zu gehen und sie mal einzuladen, dann könnte dir sowas zum Beispiel passieren. Oder sie ist nicht so im Reinen mit ihrer Sexualität, würde ich aufpassen. Ich meine, wenn sie jetzt die Frau deiner Träume ist und du möchtest sie unbedingt kennenlernen und mehr mit ihr haben, ja, dann bleib dran und hör nicht auf, die Initiative zu ergreifen und so, aber solltest dann halt ein bisschen schauen. Normalerweise klappt das am zweiten, dritten oder auch vierten Date, dass ihr dann miteinander schlaft. Manchmal sogar schon am ersten. So ist diese grundsätzliche Struktur. Danach, nach diesem dritten Date, ist dann eh klar, da wart ihr dann schon beieinander, da habt ihr euch dann auch schon geküsst, im Idealfall, das sollte halt wirklich schon da gewesen sein. Dann ist ganz entspannt, dann kannst du auch direkt zu ihr gehen mal oder direkt zu dir. Und in dem Moment, wo ihr auch Sex hattet, gilt eben wieder alles aus diesem Video. So bekommst du die Beziehung, die du möchtest. Da ist ganz wichtig, dann diese Dates so zu gestalten. Okay, so viel dazu, wie du deine Dates aufbaust. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Aspekt, und zwar, wie du flirtest. Wir haben es jetzt schon ganz oft angeschnitten und hey, du hast, wenn du diesen Kanal hier auch schon kennst, schon oft gehört, wie du mit Frauen wirklich gut flirten kannst. Aber es unterscheidet sich so ein bisschen jetzt auch, wenn du eine Frau im Alltag angesprochen hast und du einfach nur starken Augenkontakt mit ihr hältst zum Beispiel und vielleicht ein bisschen frech bist oder so, zu dem, wie du es jetzt hier am Date machst. Hier hast du natürlich andere Möglichkeiten. Zum einen natürlich der gerade schon angesprochene Augenkontakt. Schau ihr stark in die Augen. Wenn du das machen kannst, entsteht eine super gute Spannung. Jetzt nicht irgendwie starren, weil wenn du dabei noch deine Mimik einsetzt, dann ist das auch angenehm. Ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt, setz deine Mimik ein. Das, was du sagst, das betone nochmal zusätzlich mit dem, wie du reinschaust. So ein kleiner Tipp, so zwei Gesichtsausdrücke, die im Flirt immer gut funktionieren, sollst natürlich generell einfach das unterstreichen, was du gerade sagst und so ein bisschen Emotion auch in das Ganze hineinbringen. Aber was auch immer gut funktioniert, ist zum Beispiel der verschmitzte Grinser, wenn du so ein bisschen lächelst und das gleichzeitig aber unterdrückst oder ein bisschen so lächelst, als hättest du gerade was getan, auf das du heimlich stolz bist, das aber nicht so ganz in Ordnung ist oder so, grinst du so verschmitzt oder als hättest du auch versaute Hintergedanken. So, oder du lächelst und unterdrückst es gleichzeitig, so dieser verschmitzte Grinsen. Und während du mit ihr redest, kannst du dann eben diesen Gesichtsausdruck haben. Oder sie erzählt irgendwas, was dich verwundert und du bist so, okay. So dieser verwunderte Blick, so dieses Fragende. Aber du musst natürlich auch schauen, wie wohl du dich damit fühlst und grundsätzlich ist wichtig, dass du authentisch auch unterstreichst, wie du dich gerade fühlst und was du hier unterstreichen möchtest. Augenkontakt und Mimik ist schon mal super gut. Und jetzt kommen wir zum nächsten Teil, und zwar der Tonalität. Deine Stimme ist auch unglaublich wichtig. Und auch hier ist es natürlich cool, wenn du einfach authentisch bist, aber ganz wichtig ist, dass du mit deiner Stimme nicht nach oben gehst. Wenn du mit Frauen sprichst, immer so nach oben gehst und deine Stimme auf einmal so piepsig und hoch wird und hey, ja, ich find's voll schön, dass wir jetzt hier sind, ist schlecht. Und
Vielleicht ist dir das gar nicht bewusst, das fällt dir vielleicht gar nicht auf, aber das haben ganz viele Männer auch, dass wenn sie mit Frauen reden, sie auf einmal so eine Piepstimme kriegen, weil sie sich unterlegen fühlen und deswegen auf einmal nach oben reden müssen. Nicht gut. Viel besser ist es eben auch, wenn du Variation auch in deiner Stimme hast. Da gibt es verschiedene Dinge, die auch im Flirt dann gut funktionieren. Wenn du zum Beispiel dann anfängst, sehr langsam und betont mit dir zu reden und dabei auch wirklich gezielt Pausen setzt und auch mit tiefer Stimme sprichst, quasi so ein bisschen auch so eine hypnotische Stimme, so ein bisschen, ist das unglaublich attraktiv und das wird sie auch ganz in deinen Bann ziehen. Wenn du dabei noch den starken Augenkontakt hältst, dann hat das eine unglaubliche Kraft. Aber natürlich wirst du jetzt nicht das ganze Date über nur in dieser Stimme reden. Du musst ja auch noch ein bisschen variieren. Aber wenn ihr dann zum Beispiel auch gerade wieder eine sehr gute Zeit zusammen habt, dann kannst du auch von deiner Tonalität wieder anders werden. So ein bisschen spielerisch, verliebt, herumblödeln zum Beispiel. Ah, du redest Schwachsinn, nein und so weiter. Und dann wieder ein bisschen mehr Lebendigkeit reinzubringen. Du möchtest sie ja nicht wirklich hypnotisieren mit einer langsamen, tiefen Stimme, die dir dann beide einschläft. Du möchtest natürlich auch Lebendigkeit in den ganzen Training haben und hier so ein bisschen abwechseln. Und wenn du deine Tonalität so einsetzen kannst, dann kannst du auch stark flirten, vor allem wenn du das mit den anderen Komponenten kombinierst. Dann gibt es auch noch etwas, das kannst du nur am Date machen. Das ist, wenn du ihr in die Augen schaust, vielleicht noch ein bisschen verschmitzt lächelst dabei und mal nichts sagst. Mach das mal 10 Sekunden lang. Das macht eine unglaubliche sexuelle Spannung. Da wird sofort knistern zwischen euch. Ganz wichtig, macht das noch mit dem verschmitzten Grinsen nicht so, oh shit, ich weiß nicht, worüber ich reden soll, peinliche Stille, sondern wirklich, du machst es bewusst, schaust immer nur tief in die Augen, sagst mal nichts. Das erzeugt am Date unglaublich viel von dieser sexuellen Spannung auch. Das kannst du nicht machen, wenn du eine Frau gerade im Alltag angesprochen hast. Weil wenn du das da machst, dann sind diese ersten Gesprächspausen verheerend. Wenn du das aber am Date machst, dann erzeugen sie sexuelle Spannung, weil ihr fühlt euch schon wohl miteinander und ihr einigt euch, dass ihr hier zusammen sitzt, da ist es nicht gleich vorbei, nur weil es gerade ein bisschen unangenehm ist. Während in den ersten 2-3 Minuten, wo ihr euch kennenlernt, ist eine Gesprächspause meistens dann auch dieses Kriterium für, ah ja, okay, du, ich muss aber jetzt weiter. Das darf dir da nicht passieren, aber das ist das ein Thema vom Flirten im Alltag, Leitfaden hauptsächlich. Genau, auf diese Art kannst du auch noch flirten. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig der Körperkontakt, zu dem kommen wir jetzt als nächstes. Da bekommst du von mir auch konkrete Körperkontakt-Schritte, die du machen kannst. Denn auch wichtig, bevor du die Frau küsst, dass ihr auch so Körperkontakt habt, damit das Ganze auch funktioniert. Und auch eine wichtige Komponente vom Flirten. Und dann ist auch noch eine ganz wichtige Sache auf deinen Dates, dass du auf der verbalen Ebene dein Interesse für sie ausdrückst. Und das ist ein bisschen knifflig, das kannst du auch falsch machen. Manche Männer glauben, sie müssen Frauen mit Komplimenten überhäufen und sie so gewinnen. Aber das stimmt nicht, das wird auch uninteressant für sie. Du musst es bewusst, gezielt und geschickt machen. Und darauf gehen wir dann auch später ein, wenn wir dann bei der Gesprächsführung sind, bei der verbalen Ebene. Jetzt kommen wir mal zum Körperkontakt. Also, natürlich, ihr wollt euch kennenlernen, ihr wollt euch näher kommen. Wenn ihr euch näher kommen wollt, heißt das natürlich auch körperliche Berührungen. Es ist auch ein ganz wichtiger Zwischenschritt, bevor du sie küssen kannst. Und es ist nicht so dieses aus dem Nichts, ihr habt die ganze Zeit nur Smalltalk geführt und am Ende bei der U-Bahn oder so bei der Verabschiedung küsst du sie noch schnell oder so. Nee, ihr wollt euch kennenlernen, ihr wollt intim miteinander werben und deswegen müssen körperliche Berührungen zwischen euch was ganz Normales werden. Von Anfang an einfach, eine coole, schöne Sache. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du den auch von Anfang an etablierst, dass du von Anfang an Berührungen setzt. Natürlich sollst du jetzt nicht übertrieben touchy sein und das Ganze übertreiben, sodass sie sich unwohl fühlt. Das meine ich nicht. Alles zur richtigen Zeit. Ja? Es ist nur wichtig, dass du von Anfang an auch Berührungen setzt, weil wenn du zu lange damit wartest, dann bist du irgendwann in dieser Situation, dass im Hintergrund, während eurem Kennenlernen, etablieren sich lauter verschiedene Regeln, wie die gelten bei eurem Kennenlernen. Was ist das für eine Art Beziehung? Was ich damit meine, ist, wenn du bei deiner Familie bist, verhältst du dich wahrscheinlich anders, als wenn du mit Freunden unterwegs bist, als wenn du auf der Arbeit bist. Und da ihr noch zwei Menschen seid, die euch sich noch nicht so gut kennen, sind diese Regeln noch nicht so klar.
Und deswegen entstehen die im Hintergrund. Und wenn du jetzt nie Körperkontakt setzt, wenn ihr euch überhaupt nicht berührt, dann entsteht so im Hintergrund so diese ungesprochene Regel, dass ihr euch sehr eine körperliche Distanz zueinander habt. Und wenn du das dann wieder durchbrechen willst und dann doch wieder die Körperkontaktberührungen machst, dann ist einfach so eine kleine Bewegung nebenbei, wenn du sie irgendwie spielerisch wegschubst oder so, auf einmal dieser große Move. Und das sollte nicht so sein. Es sollte was Schönes, Lockeres, Cooles, Normales zwischen euch beiden sein. Also von Anfang an Körperkontakt setzen. Und wenn du jetzt jemand bist, der Frauen auch auf dieser körperlichen Ebene ganz natürlich näher kommt, dann brauchst du dich jetzt auch nicht an diese konkrete Anleitung halten. Dann mach einfach dein Ding. Wenn das immer angenehm ist und locker für dich und du da gar nicht so drüber nachdenkst, hey, dann lass dich davon nicht beirren. Ich meine, vielleicht ist der ein oder andere die eine oder andere Methode, Körperkontakt aufzubauen, vielleicht eine coole Inspiration für dich, aber dann denk da gar nicht darüber nach. Wenn du aber jetzt jemand bist, der ein bisschen zögerlich ist, vorsichtig, sich noch nicht so ganz traut, dann habe ich jetzt eine ganz konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung für dich, wie du den Körperkontakt zwischen dir und der Frau von Anfang an ganz normal machen kannst und auch langsam Stück für Stück intensivierst. Ganz wichtig natürlich ist, wenn du jetzt von ihr die Rückmeldung bekommst, hey du, das ist mir zu viel oder sie zurückrutscht oder so. Natürlich hörst du dann auf mit dem Ganzen und möchtest sie nicht bedrängen. Auf der anderen Seite musst du aber auch bedenken, dass du das Ganze genießt, weil es Spaß macht und das locker einfach ist und du diese neue Regel, dass ihr euch auch körperlich berührt, einfach etablieren möchtest und das im Hintergrund einfach abläuft, weil es auch Spaß macht. Und das gelingt dir nicht, wenn du dabei total verkopft bist. Wenn du jetzt denkst, ah, okay, jetzt ist es Zeit für Schritt 3 aus dem Körperkontaktplan, jetzt soll ich sie spielerisch wegschubsen, dann machst du so, dann zuckt sie irgendwie vielleicht so mit der Augenbraue und du denkst dir, ah, jetzt hat sie aber die Augenbrauen ein bisschen hochgezogen, ich weiß nicht, vielleicht ist ihr das gerade unangenehm, ich lasse es mal lieber, dann wirst du nicht weit kommen. Das heißt, denk nicht so viel nach, mach einfach dein Ding. Wenn es ihr unangenehm ist, wird sie dich das spüren lassen. Und dann hörst du auf jeden Fall auf, klar. Aber denk da gar nicht so drüber nach. Wenn sie jetzt nicht sagt, hey du, chill mal oder halt wirklich so wegrutscht von dir oder so und dir das eindeutig signalisiert, dann mach einfach weiter. Dann mach dein Ding und geh von einem Punkt zum nächsten, um eben auch den Körperkontakt herzustellen. Es gibt jetzt Frauen, die werden das cool finden und dann auch sofort sehr körperlich auf dich sein. Manche Frauen fühlen sich aber selbst vielleicht noch ein bisschen unsicher damit. Die sagt, die findet das okay und das passt und Körperkontakt ist gut, aber sie macht das nicht bei dir. Lass dich davon auch nicht irritieren. Mach weiter dein Ding, außer sie sagt, du sollst das nicht machen oder signalisiert es dir ganz eindeutig. Ganz wichtig, nicht zu viel hineininterpretieren, einfach genießen und Körperkontakt herstellen. Was kannst du jetzt machen? Also, bei der Begrüßung. Kannst du sie zum Beispiel mal direkt umarmen und das vielleicht so 1-2 Sekunden länger, als du das jetzt machen würdest, wenn du irgendwelche Freunde siehst. Du kannst alternativ natürlich auch im Bussi links und rechts machen. Aber dann erinnerst du dich ja von der Struktur her entspannt beginnen. Also chill jetzt einfach mal. Du musst jetzt nicht da so die ganze Zeit herumkrapschen. Nee, erstmal einfach die Begrüßung, dann spazierst du mit ihr ja einfach zu der Date-Location. Also ihr trefft euch in der Nähe von dem Ort, wo ihr das Date habt. Dann kommt sie dahin und dann begrüßt du sie und dann geht ihr mal in das Pub. Oder sagen wir zur Einfachheit einfach jetzt mal, ihr geht dann in ein Pub. Und dort angekommen ist jetzt ganz wichtig, dass du dich neben sie setzt. Bitte sitz ihr nicht gegenüber. Dates immer neben ihr. Augenkontakt kannst du ohne Probleme halten, wenn du neben ihr sitzt. Kannst einfach rüberschauen, sie stark anschauen. Ist gar kein Thema. Du kannst aber auf keinen Fall Körperkontakt herstellen, wenn sie gegenüber sitzt. Zumindest nicht locker nebenbei. Natürlich, du kannst dann so vorgreifen, ihre Hände nehmen oder so. Aber das ist dann wieder dieser große Move, wenn du auch dazwischen nicht die Zwischenschritte hattest. Also unbedingt neben ihr sitzen und mit der Zeit kannst du ihr dann auch schon näher rutschen und dann berühren sich die Beine und so. Und dann ist ein wichtiger Knackpunkt, nämlich dass Berührungen zwischen euch ganz was Normales werden. Das heißt, mach ruhig häufig, einfach weil es Spaß macht, dass du beim Reden hier so auf den Arm greifst, auf die Schulter, hier so oder hier, hier. Ist alles vollkommen in Ordnung. Es sind ganz harmlose Berührungen, da die sind sozial akzeptiert, da brauchst du dir noch keinen Kopf machen. Du kannst dir auch mal so spielerisch wegschubsen, ah, Blödsinn oder so. Und damit einfach etablieren, hey, ihr habt eine körperliche Basis, ihr berührt euch sozusagen. Weil wenn du das machst, dann wird später
viel einfacher, einen weiteren Schritt zu machen, wo es dann eben noch mehr eindeutiger wird, dass das ein romantisches Kennenlernen ist. Geht jetzt mal so eine Stunde oder was weiß ich, ja, dich an genaue Timestamps hier zu halten, nach wie vielen Minuten was, macht gar keinen Sinn. Aber das geht jetzt einmal mal eine Stunde oder so. Und ihr rutscht euch langsam immer näher, Körperkontakt ist normal zwischen euch und ihr switcht vielleicht dann auch schon langsam in den Flirtmodus um. Und das ist einfach eine coole Sache zwischen euch beiden. Jetzt ist dann vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, auf verbaler Ebene dein Interesse für sie auszudrücken. Da ist wichtig, dass du eben ein Kompliment machst während dem Date, nicht mehr, nicht weniger, eins. Aber wie du das genau machst, darauf gehen wir dann später noch ganz genau ein. Und was jetzt dann auch noch kommt, jetzt geht es eben darum, diesen großen Move auch zu machen, diesen eindeutigen Körperkontaktschritt, wo dann ganz klar wird, dass euer Kennenlernen ein romantisches ist und wo ihr dann auch in dem Moment, wo du das machst, das Eis gebrochen habt zwischen euch auf der körperlichen Ebene und ihr wirklich diese Intimität habt. Und du wirst auch merken, wenn du das machst, dann macht es auf einmal Klick und ihr seid anders, ihr seid viel vertrauter miteinander und es wird viel intimer. Weil dieser Schritt jetzt so wichtig ist, gebe ich dir mehrere Optionen. Du kannst verschiedene Sachen machen und je nach Situation und natürlich auch je nach persönlicher Präferenz wählst du dann einfach einen von diesen Punkten aus. Weil es eben so ein wichtiger, großer Schritt ist, gebe ich dir mehrere Sachen zur Auswahl, die du hier machen kannst. Wenn du aber vorher schon Körperkontakt zwischen euch zu was Normalem gemacht hast und du sie immer wieder spielerisch weggeschubst hast und sie am Arm berührt hast, vielleicht auch mal länger, ihr schon nahe beieinander sitzt und das eben schon eine Stunde lang oder so ihr immer mehr zusammengewachsen seid, dann ist das jetzt auch keine große Sache mehr. Wenn das noch nicht so gut gelungen ist, diesen Körperkontakt zu was Normalem zu machen, dann ist das jetzt vielleicht ein bisschen ein größerer Schritt. Und wenn du ihn dann machst, ist es aber trotzdem so, dass du eben dieses Eis auf dieser physischen Barriere durchbrichst. Also diese physische Barriere zwischen euch schwindet und ihr noch näher zusammenkommt. Ein ganz wichtiger Schritt auch beim Date, damit das Ganze dann auch weiterführt. Was kannst du hier zum Beispiel machen? So eine ganz einfache Routine, sage ich jetzt einfach mal, wäre zum Beispiel, dass du sagst, hey, wow, du hast echt schöne Ohrringe, lass mal schauen. Und dann streichst du ja dabei so die Haare hinters Ohr und dann kannst du ja auch kurz so aufs Ohr schauen, die Ohrringe kurz anschauen, kannst du auch leicht so über ihre Wange streichen dabei mit den Fingern, das im Gesicht sind in Berührungen immer auch sehr intim. Und natürlich schaust du kurz aufs Ohr und dann schaust du ja nochmal so tief in die Augen und fertig. Und dann redest du wieder weiter. Das macht schon mal ganz viel. Dann hast du eine andere Option, so eine kleine Massageroutine sozusagen anzuwenden. Du kannst sagen, boah, mein Nacken irgendwie richtig verspannt, so habe ich mir letztens erst so ein Video angeschaut, wie man das machen kann, wie man den so richtig auflockert, dass es angenehm ist. Ich komm her, ich probiere es gleich bei dir. Dann sollst du dich zu dir drehen, dann musst du natürlich auch darauf achten, dass es angenehm für sie ist. Ist auch eine Möglichkeit, diesen Körperkontakt zu machen. Du musst einfach auch schauen, womit du dich wohlfühlst. Dann könntest du, suchst du eins davon aus, ihr unterhaltet euch, ihr lacht gerade zusammen, habt eine coole Zeit und dabei nimmst du einfach ihre Hände. So im Lachen, zack, und du hältst ihre Hände dabei. Und cool ist natürlich, wenn du das automatisch machst, wenn das einfach automatisch abläuft, ohne dass du jetzt wirklich darüber nachdenken musst, weil eben gerade so im Affekt, ihr habt gerade so einen coolen Moment zusammen und dabei nimmst du einfach ihre Hände, ist natürlich eine coole Sache. Wenn du darüber nachdenken musst, und sagst, okay, ich mache jetzt wieder diesen Schritt, ist natürlich wieder ein bisschen schwieriger, aber am Anfang ist es einfach so, bis es dir in Fleisch und Blut übergeht und dann machst du das einfach. Du kannst alternativ natürlich auch sagen, boah, ich will dir jetzt was erzählen, das habe ich echt erst wenig Leuten erzählt, also dir sozusagen ein Geheimnis anvertrauen und dabei ihre Hände nehmen. Auch eine gute Möglichkeit. Statt dem es zu machen, während ihr gerade lacht. Gut, was könntest du noch machen? Wenn ihr nebeneinander sitzt, kannst du deine Hand einfach so um sie geben. Oder noch besser, wenn du ihre Hand nimmst und sie so um dich legst sozusagen, dass sie ihren Arm dann um dich gelegt hat. Und dann kannst du noch so zum Spaß so rüberschauen zu ihr und sagen, ah, du bist süß, wie ein kleiner Koala oder so zum Beispiel. Das ist eine ganz coole Methode. Und ist auch angenehmer für sie, wenn du ihre Hand nimmst und so machst, als wie, wenn sie noch unangenehm ist, du deine Hand so um sie legst, weil das ist natürlich auch so ein bisschen, kann
unterdrückend ein bisschen noch wirken, gerade wenn sie das gerade noch nicht so gerne möchte. Und so ist es dann angenehmer für sie. Also die Version ist noch ein bisschen geschickter. Alternativ, wenn ihr gerade steht, dann kannst du stattdessen natürlich auch einfach sie so bei der Hüfte nehmen, so zu dir herziehen. Jetzt nicht auf den Hintern, sondern einfach bei der Hüfte hinten, deine Hand so und dann halt so mit ihr da stehen. Wenn ihr im Museum seid und ihr schaut euch gerade dieses Bild an, zum Beispiel, oder beim Billardtisch steht oder wie auch immer. Was auch sehr cool ist, das mache ich auch sehr gerne selber, ist, wenn ihr auch schon nebeneinander sitzt und ihr habt eine coole Zeit, dass du dann einfach deinen Kopf so auf ihre Schulter legst und dann siehst du ja auch, wenn sie ihren Kopf auch so auf deinen Kopf ablegt, dann ist das schon ein sehr gutes Zeichen und natürlich auch eine sehr intime Position, sehr verkuschelt und so. Und dann kannst du, wenn du möchtest, natürlich auch gleich so ein bisschen rüberschauen zu ihr und sagen, hey, du bist süß, ich mag dich. Und dann direkt den Kuss überleiten. Gehst du so hoch mit deinem Kopf, streichst du die Haare hinters Ohr und küsst sie zum Beispiel. Eine gute Methode, das einzuleiten. Aber es reicht doch, wenn du einfach so mit deinem Kopf auf ihre Schulter gehst und sagst, hey, du bist süß, ich mag dich. Oder übertreib's natürlich nicht. Wenn du vorher schon dann auf der verbalen Ebene dein Interesse kommuniziert hast, dann mach einfach nur so. Dann sag, ah, ist schön mit dir oder so. Nur, dass du sie nicht mit Komplimenten überhäufst, meine ich jetzt an dieser Stelle. Genau. Und dann gehen wir jetzt auch noch einmal auf den Körperkontakt ein. Das ist es. Ja, du machst einen von diesen Punkten und die anderen Schritte davor. Und dann gehen wir jetzt auch noch darauf ein, wie machst denn du das Ganze, wenn du mit der Frau jetzt bei dir zu Hause bist oder bei ihr zu Hause. Da gehst du einfach ganz einfach vor. Also zuerst mal habt ihr ja irgendwas gesagt, was ihr machen möchtet. Einen Film schauen, was kochen oder so. Und dem geht ihr im ersten Moment einfach einmal nach. Beziehungsweise es ist manchmal dann auch so, wenn du mit ihr dann in deine Wohnung kommst, du mal so ein bisschen eine angespanntere Stimmung, ein bisschen wieder so, okay, neue Situation, wie wird das hier jetzt? Und in der Situation kannst du dann ganz einfach sie zum Beispiel ihre Lieblingsmusik aufdrehen lassen, ihr mal alle Räume im Haus zeigen und auch schon, dass du überall dann kurz das Licht aufdrehst, damit sie mal alles sieht, dann fühlt sie sich auch schon mal wohler, dass es auch angenehm riecht in deiner Wohnung und so. Und dann geht ihr gemeinsam einfach dem Vorwand nach, den ihr vorher auch besprochen habt. Dann hast du sicher irgendwie eine Situation oder du schaffst es einfach, du setzt dich aufs Sofa und sagst, hey, setz dich her. Habt ihr vielleicht was zum Trinken gerade oder so oder je nachdem. Und dann sitzt ihr nebeneinander. Und dann machst du einfach einen von diesen Schritten, von diesen Körperkontaktschritten, die ich dir vorher vorgestellt habe und leitest dann über zum Kuss. Also das mit dem Kopf zum Beispiel auf ihre Schulter oder das mit dem Ohrring und dann, dass du ja tief in die Augen schaust, nachdem, ja, das haben wir eh vorher besprochen, du schaust dir eben dann tief in die Augen und dann küsst du sie auch einfach direkt. Das kannst du dann zu Hause machen und das intensivierst du dann weiter, das Schmusen, soweit wie es für euch beiden Spaß macht, für euch beide schön ist und das kann dann eben auch zum Sex führen. Du kannst auch unglaublich viel sexuelle Spannung aufbauen, auch zum Flirten gehört das Ganze ein bisschen. Wenn du ihr, während du ihr in die Augen schaust, du schaust in die Augen, dann schaust du ihr auf den Mund, dann wieder in die Augen, dann wieder auf den Mund und denkst dabei sogar daran, sie zu küssen. Und wenn du das machst, entsteht eben noch eine stärkere sexuelle Spannung, gerade mit dieser Gesprächspause, die wir vorher auch schon besprochen haben, die du an der Stelle dann auch gut einbauen kannst. Du denkst einfach auch aktiv, während du mit ihr flirtest, daran sie zu küssen. Und wenn du bei ihr siehst, dass sie dir abwechselnd in die Augen schaut und wieder auf den Mund, Augen, Mund, dann weißt du auch, dass sie gerade darüber nachdenkt, dass sie dich küssen will. Wenn ihr das beide macht, dann ist das wie so ein Sog, der euch zusammenzieht. Und das ist auch eine coole Möglichkeit, wenn du dann den Kuss einleitest, das Ganze auch noch so für dich zu nutzen. Außerdem ist natürlich auch noch cool, gerade wenn du wissen willst, hey, kann ich sie jetzt schon küssen? Soll ich einen Schritt weitergehen? Wo stehe ich denn bei ihr? Wie sehr steht sie denn jetzt schon auf mich? An für sich sollst du dein Ding machen, deinen Körperkontakt durchziehen. Aber ich habe noch ein Video einmal gedreht, so erkennst du, ob sie auf dich steht. Ganz eindeutige Zeichen auch. Ich verlinke dir das hier jetzt auch wieder an der Stelle, wenn dich das interessiert. So kannst du an der Körpersprache von Frauen genau ablesen, ob sie jetzt gerade interessiert an dir ist, ob sie vielleicht sogar mehr möchte. Und da sind eben so Tricks dabei, wie zum Beispiel, wenn sie dir in die Augen und auf den Mund schaut, dass du einfach erkennen kannst, dass sie gerade darüber nachdenkt, dich zu küssen. Und dass eine direkte Einladung ist, das Ganze auch zu machen. Okay, also so viel auch zum Körperkontakt und wie du diesen dann auch aufbaust, so dass ihr euch näher kommt. Dann wollen wir jetzt einmal darauf eingehen, wie du auf der verbalen Ebene das Date cool gestaltest, was du da machen kannst.
Und wenn du mit der richtigen Einstellung ins Date gehst, wenn du dir denkst, ha, das wird ein cooler Abend, ich genieße jetzt einfach die Zeiten, wir lernen uns kennen und am Gas stehst, einfach Freude hast und Spaß bei der Sache, dann wird es ganz oft auch ganz von selber einfach laufen. Gerade mit Frauen, mit denen du auch einen gemeinsamen Nenner hast, mit denen du dich gut verstehst, wird das super cool laufen. Wenn du jetzt mit der Einstellung aufs Date gehst, ah, finde ich, haben wir keine peinlichen Gesprächspausen, dann bremst du dich in deinem Kopf. Dann hast du keine Freude, sondern vermeidest was, aber konzentrierst dich ja trotzdem auf das, was du nicht willst, aber generierst dadurch so eine Spannung, einen inneren Druck, der dann natürlich begünstigt, dass es so dazu führt, dass euch die Gesprächsthemen ausgehen, dass es anstrengender Smalltalk wird. Also die allerwichtigste Regel ist schon mal, du freust dich einfach drauf und haust dich einfach in den Abend rein. Du stehst am Gas und ja, schauen wir mal, was hier jetzt rauskommt. Coole Frau kennenlernen, auf ein Date gehen, genieß den Abend. Und dann wird es mit ganz vielen Frauen einfach schon locker laufen. Mit manchen Frauen, auch wenn du dich schon drauf gefreut hast und so, ist es vielleicht schwieriger. Vielleicht hat sie nicht die größten sozialen Kompetenzen, kann ja sein, dann stockt das Ganze, vielleicht habt ihr viele Dinge so verschieden. Aber auch damit du mit diesen Frauen dann zusammenwachsen kannst, über einen längeren Zeitraum, wenn du sie besser kennenlernst, ihnen auch eine Chance gibst, weil vielleicht verstehst du dich auch richtig gut mit ihr, gerade wenn sie noch schüchtern ist und deswegen vielleicht weniger sagt, gib ihr trotzdem die Chance, dich kennenzulernen. Vielleicht wird das ja eine ganz tolle Beziehung zwischen euch beiden. Und deswegen möchte ich dir jetzt eben auch noch ein paar Möglichkeiten mitgeben, auch wie du das Gespräch dann generell strukturieren kannst und dann auch noch konkretere Themen, über die ihr reden könntet. Gut, genau. Jetzt ist es natürlich so, wenn du eine Frau gerade erst angesprochen hast, auf der Straße oder wo auch immer, dann möchtest du natürlich nicht die ganze Zeit zu viele Fragen stellen. Weil du weißt ja in dem Moment, sie gefällt dir, du würdest sie gern besser kennenlernen, sie hat noch keine Ahnung, wer du bist. Das heißt, sie möchte jetzt auch erstmal ein bisschen was von dir sehen. Deswegen haben wir da auch eine Struktur, wie du das gut machst. Aber am Date ist es ein bisschen anders. Ganz viele machen den Fehler, sich immer nur zu denken, ah, okay, wie kann ich rüberbringen, dass ich attraktiv bin? Wie bin ich attraktiv? Wie komme ich rüber? Wie mache ich das? Und das ist immer so egozentrisch, so wie geht's mir? Aber geh mal aus dir heraus und achte auf die Frau. Wer ist sie? Und eben jetzt kannst du ihr auch Fragen stellen, in die Tiefe gehen. Wir Menschen, wir lieben das über alles, wenn sich ein anderer wirklich für uns interessiert. Wenn jetzt jemand herkommt und uns verstehen möchte. Und genau so kannst du an die Sache herangehen. Ein bisschen, als wärst du jetzt ein Psychologe, der eine Psychoanalyse an dir durchführt. Bitte nicht jetzt von den Fragen her so nachfragen oder dass das irgendwie so krass rüberkommt und irgendwelche Diagnosen stellen oder so. Das mach bitte nicht. Sondern einfach, dass du ihr wirklich zuhörst. Gerade auch dann mit der Deep Talk Technik, über die wir noch sprechen werden. Und so sie wirklich auch verstehst. Und klar kannst du dann spielerisch auch irgendwie mal eine Aussage über sie machen, wo du dann dadurch hervorstreichst, dass du sie jetzt auch schon sehr gut kennst zum Beispiel oder weißt, wie sie tickt. Aber jetzt keine negativen Dinge, außer du bist sehr geschickt, dann kannst du das frech natürlich auch schon machen. Aber halt dich am Anfang noch an positive Dinge. Aber es geht einfach darum, interessier dich für sie und versuch sie auch zu verstehen, wie sie so denkt, wer sie ist, was sie ausmacht. Und nimm dich selber nicht immer so wichtig und sei nur darauf fokussiert, was du machst. Aber klar, wenn sie jetzt noch ein bisschen nervös ist, dann musst natürlich auch du erstmal ein bisschen mehr reden. Aber ganz generell ist es so, je mehr die Frau redet, desto besser. Wenn sie 70% der Zeit redet und du 30%, ist es absolut ideal. Aber natürlich nur, wenn du ihr auch zuhörst. Wenn du dann abschaltest, nichts mehr mitkriegst und sie das dann merkt, ist es natürlich auch nicht gut. Aber ganz oft denken Leute, ah, okay, ich habe jetzt in gut verpackten Geschichten rübergebracht, wie attraktiv ich bin, diese Routine rausgehauen und denken dann, das war jetzt ein tolles Date, und dann meldet sich die Frau nicht. Während wenn die Frau die ganze Zeit redet und du denkst dir vielleicht, ja, weiß nicht, irgendwie war jetzt irgendwie nicht so viel, dann schreibt dir die Frau oft noch an dem Abend, hey, danke für den schönen Abend. Und wenn du sie eben dazu bringst, auch viel zu erzählen, ist das eine coole Sache. Aber wenn sie nervös ist, musst du natürlich erstmal mehr auch von dir erzählen und Themen vorschlagen und auch die Assoziationskette nutzen. Wenn du noch ein bisschen Schwierigkeiten hast,
generell ein Gespräch am Laufen zu halten, dass ein Thema zum nächsten führt und das einfach float, verlinke ich dir an der Stelle jetzt auch nochmal ein Video da oben. Da geht es noch einmal darum, wie du ganz locker Gespräche führen kannst, coole Gespräche einfach auch mit Frauen aufbaust, sodass du dir darum keine Sorgen machen musst. Dann erkläre ich hier jetzt mal nicht das ganze Konzept der Assoziationskette, das schau dir dann an dieser Stelle an. Ganz einfache Technik, um auch coole Gespräche, die euch beide interessieren, dann zu führen auch mit der Frau. Kannst du aber natürlich auch in anderen Situationen anwenden, im Alltag, im Beruflichen, wenn du einfach mal ein Gespräch am Laufen halten musst. Wobei das Video noch ein bisschen weiter geht und dir auch wirklich vorstellt, wie du das wirklich auch gut und geschickt machst. Jetzt kommen wir aber so konkret mal zum Thema die verbale Ebene. Ich möchte ja auch immer konkrete Dinge geben. Es sind 4 Phasen. Wenn du die so nach der Reihe mit dir durchläufst im Gespräch, ist das schon eine sehr coole Sache. Du erinnerst dich vermutlich auch noch, wir haben ja gesagt, am Anfang musst du erstmal das Eis durchbrechen. Diese ersten 10, 20 Minuten, die sind noch so ein bisschen angespannt und so. Das heißt, du fängst einfach mal mit dem Smalltalk an und ihr wächst zusammen, bis ihr dann umschaltet auch von der entspannten Phase von dir am Anfang, wie war dein Tag, wie ging es dir so, hin zum sozialen Modus. Also, erste Phase, Smalltalk auflockern, ersten 10 bis 20 Minuten. Zweite Phase ist dann, du wirst schon den ein oder anderen gemeinsamen Nenner zwischen der Frau und dir gefunden haben. Dinge, die ihr gemeinsam habt, die ihr ähnlich seht oder die euch beide interessieren. Und dann redet ihr darüber. Nicht so plump, hey, wow, wir haben ja so viel gemeinsam oder so. Sondern einfach, wenn sie irgendein Thema anspricht, wo du auch viel davon verstehst, hey, wow, ja, das finde ich auch total spannend, wie bist du denn dazu gekommen? Und schon seid ihr auf Gemeinsamkeiten und könnt darüber reden. Und das schweißt euch unglaublich zusammen. Das meldet euch jeweils auch immer zurück, ihr habt viel gemeinsam, da ist jemand, der sieht Dinge so wie ich. Das heißt, dein inneres Wertesystem wird durchgehend auch wieder positiv bestätigt. Deine Ansichten oder deine Interessen. Und das schweißt euch dann noch mehr zusammen. Wir haben ja auch diese 3 Komponenten, die abgedeckt sein müssen am Date, damit das Ganze funktioniert. Sympathie, dann die sexuelle Spannung und dann, dass du die Initiative ergreifst. Und durch dieses Reden über Gemeinsamkeiten, nachdem ihr zusammen aufgelockert habt im Smalltalk, sorgt natürlich auch nochmal dafür, dass ihr ganz viel Sympathie auch füreinander empfindet und euch vertraut. Und es ist so, als würdet ihr euch schon besser und länger kennen. Und dann kommen wir zur 3. Phase und das ist das Flirten. Wie du das machst, haben wir ja jetzt inzwischen schon besprochen. Du weißt schon, wie du das machen kannst, auch in Kombination natürlich mit dem Körperkontakt. Das ist natürlich auch. Wichtig dabei ist, dass du jetzt nicht über emotional belastende Themen sprichst, zum Beispiel die Deep Talk Technik anwendest, über die wir gleich noch reden werden, und dabei flirtest. Und wenn du jetzt nur so auf die Technik dahinter fokussiert bist und so denkst, okay, jetzt soll ich mit ihr flirten und dann redet sie vielleicht gerade über ganz schlimme Erfahrungen in der Kindheit, die sie gemacht hat oder so, und du hörst dir vielleicht gar nicht zu und willst einfach nur flirten und machst, okay, und aha, ja, dann ist das total unpassend. Also da musst du natürlich auch aufpassen, dass das vom Gespräch gerade passt. Aber an und für sich kommt jetzt das Flirten und das kannst du auch so ein bisschen abwechseln. Also Phase 3 und 4 auf der verbalen Ebene, die wechseln sich auch so ein bisschen ab immer. Und zwar ist das der Deep Talk, dass du wirklich in die Tiefe gehst mit ihr. Und wenn du das machst, sie wirklich verstehst und ihr auch über intimere Themen redet, über privatere Themen und da vielleicht auch wirklich in die Tiefe kommt, fast schon so ein bisschen philosophisch angehaucht auch, dann verbindet euch das noch einmal ganz stark. Auf einer anderen Ebene wird sie unglaubliches Vertrauen auch zu dir aufbauen. Sich denken, wow, also ich habe dir jetzt schon sehr persönliche Dinge von mir erzählt, vielleicht Dinge, die ich anderen noch nicht erzählt habe und so. Und du wirst noch besonderer für sie. Und du kannst natürlich auch von dir erzählen, gerade wenn sie dir auch Fragen stellt und so dann auch wirklich nochmal in die Tiefe kommen. Wie kannst du Deep Talk jetzt super gut umsetzen? Also da gibt es eine ganz einfache Technik für das Ganze. Als allererstes hörst du ihr mal wirklich gut zu, wenn sie etwas sagt. Sie erzählt irgendetwas. Wenn sie fertig ist, wartest du noch 2 Sekunden, gibst du nochmal 2 Sekunden und schaust, ob sie jetzt noch mehr erzählt. Weil ganz häufig, wenn du das machst, fangen Menschen dann von selber wieder an, noch mehr zu erzählen. Auch wenn sie merken, du hörst wirklich zu, es interessiert dich, kommt auf einmal wieder ein Gedanke und es geht wieder weiter. Und da können durchaus noch interessante Gedanken dann auch von ihr zu einem Thema kommen. Wenn sie dann fertig ist, dann, okay, du wartest diese 2 Sekunden und dann
fasst du nochmal in deinen eigenen Worten zusammen, oder ja, fasst du nochmal zusammen, was du jetzt, wie du das jetzt verstanden hast, wie es ihr dabei ging, wie sie sich in dieser Situation gefühlt hat, wie sie das jetzt gemeint hat. Und dann siehst du auch schon, aha, okay, hast du sie richtig verstanden, und sie sieht, du möchtest sie wirklich verstehen und verstehst sie im Idealfall sogar auch direkt richtig und sie fühlt sich auch sehr verstanden von dir. Verwende nicht die gleichen Wörter, aber wenn sie jetzt erzählt, ja, boah, und der Test, und ich habe einen Test geschrieben und der war so unfair und so, dann kannst du nicht sagen, ja, diese Tests, die sind schon sehr unfair, sondern, ah, okay, ich verstehe schon, also, das heißt, du hast wirklich hart dafür gelernt und jetzt hast du dich sehr frustriert auch gefühlt, dass das nicht funktioniert hat. Und dann, wenn du auch gemerkt hast, okay, du hast sie richtig verstanden, dann hängst du noch deine eigenen Gedanken, deine eigenen Assoziationen zu diesem Thema dran. Allerdings nicht, ich kenne das, mir ist das auch passiert und ich habe auch mal eine Prüfung nicht geschafft und die war frustrierend. Nee, nee, viel tiefgründiger, auf einer philosophischen Ebene schon so deine Gedanken einfach generell dazu. Ja, das ist natürlich schon auch eine krasse Sache und wenn man dann wirklich sehr viel Zeit hineinsteckt und oft ist es dann irgendwie auch so das Gefühl, dass man zu viel Zeit hinein investiert hat und wenn man dann etwas nicht schafft, dann man die Zeit irgendwie verschwendet und es fühlt sich dann irgendwie auch so sinnlos an. Kennst du das? Und eben deine tiefgründigeren Gedanken sozusagen dazu ergänzt. Nicht, ja, ja, meinem Nachbarn ist das auch passiert, und auf der Ebene. Und dann kommen wir zum vierten Punkt, dem letzten Punkt von der Deep Talk Phase, nämlich, dass du eben dann noch eine Frage nachstellst, die auch zeigt, dass du dich wirklich interessierst und dass du noch weiter in die Tiefe gehen möchtest und noch mehr Hintergrundinfos haben willst. Und so kannst du das dann immer weiterführen und so eben auch diese tiefen Gespräche führen, diesen Deep Talk auch für dich nutzen in dieser Phase. Noch wieder flirten, Körperkontakt, Initiative ergreifen, wenn es soweit gekommen ist. Und das sind alles dann super coole Schritte. Okay, also so viel noch zu der ganzen Deep Talk Technik. Das war jetzt dann eben auch diese Schritte, wie du das jederzeit machen kannst. Natürlich ist es jetzt so, wenn du die Frau verstehen möchtest, in die Tiefe mit ihr gehst, sie auch sehr viel erzählt, dass du dich vielleicht auch so fragst, hey, sie möchte ja auch mich kennenlernen. Und genau, gerade beim Deep Talk brauchen das viele Menschen auch, dass du vorangehst. Also, dass du auch wirklich dich öffnest und dich verletzlich zeigst. Und das kannst du auch super machen, eben durch deine Assoziation vielleicht auch auf einer tiefgründigen Ebene. Aber auch, wenn sie dir eine Frage stellt, dass du natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehst sozusagen und auch dich öffnest und dich verletzlich zeigst und in die Tiefe gehst und deine inneren Gedankenwelt öffnest. Und dir da jetzt nicht so viele Sorgen machst, ob du dann eh noch der starke, attraktive Mann bist oder so, sondern wenn du dich wirklich öffnest, dir deine Sorgen, Ängste und so weiter mitteilst, dann wird sie das auch total interessant finden und auch so in deine Welt hineingezogen werden. Dabei sollst du nur darauf achten, dass du jetzt nicht so genau Themen ansprichst, die halt ganz eindeutig unattraktiv sind. Also ich verlinke dir hier oben ein Video, diese 7 Dinge hassen Frauen. Schau halt, dass du nicht genau in solche Fettnäpfchen hineintrittst. Also wenn du dann irgendwie anfängst zu jammern, dass Frauen bisher immer so gemein zu dir waren und unfair und du keinen Erfolg gehabt hast bei Frauen oder so, das solltest du jetzt an dieser Stelle natürlich nicht machen. Aber abgesehen von diesen kleinen Fettnäpfchen, in die du nicht treten darfst, kannst du dich hier auch wirklich öffnen und deine innere Gedankenwelt dann auch ja wirklich schildern, deine Sorgen und so weiter. Und dann kann sie das natürlich auch noch viel besser machen und dann wird sie auch dieses Interesse an dir entwickeln und dich auch besser kennenlernen wollen. Und gerade wenn du auch ein sehr attraktives Leben lebst, dann kommt das jetzt an der Stelle auch von selber rüber und da werden viele interessante Dinge sein. Alright, also, dann kommen wir jetzt zu diesen Gesprächsthemen, die du einfach so als Inspiration auch nutzen kannst, die du dann locker einfach einstreuen kannst, wenn du dir so denkst, worüber könnte man denn jetzt noch reden am Date? Doch irgendwie was Spannendes einstreuen, irgendwas Cooles, was noch ja, euer Kennenlernen ein bisschen interessanter macht. Also, was zum Beispiel ein ganz cooles Thema ist, ist die 5 Sprachen der Liebe. Ich weiß nicht, ob du es kennst, das ist ein ganz interessantes Buch, du musst aber nicht das ganze Buch lesen, darüber reden zu können. Da geht es im Wesentlichen darum, dass wir Menschen alle
Liebe auf unterschiedliche Art und Weise ausdrücken und sie auch auf andere Art empfangen möchten und dass es dadurch auch ganz viele Missverständnisse unter Paaren gibt. Also zum Beispiel, wenn eine Person Intimität und Zärtlichkeit als oberste Priorität hat der Sprachen der Liebe und jemand anderer jetzt dafür sich denkt, nein, persönliche, durchdachte Geschenke, so fühle ich mich geliebt, gibt es dann eben auch oft Missverständnisse und so. Sehr interessantes Buch, aber du kannst einfach auch mal googeln, die fünf Sprachen der Liebe und dir anschauen, was die fünf sind. Und dann kannst du mit ihr sie fragen, ob sie das kennt und du liest das vielleicht gerade oder so, das Buch. Und mit ihr darüber reden, wie die denn bei ihr so gerankt sind, was sie denkt, wie wird sie am ehesten angesprochen. Und dann lass du sie bei dir raten, was sie denkt, wie deine nach der Reihe gerankt sind. Dann, auch immer ganz spannend, gerade wenn du auch noch so ein bisschen am Anfang stehst vom Frauen kennenlernen, und dir noch unsicher bist in der Gesprächsführung, aber auch später kannst du gerne damit spielen. Es gibt dieses 36-Fragen-Spiel. Das hat Arthur Aaron entwickelt, auch in Studien und so, kannst du auch nachgoogeln. Das ist, er hat 36 Fragen entwickelt und er sagt, wenn man sich diese 36 Fragen stellt und sich dann noch tief in die Augen schaut dabei, dann verliebt man sich. Ganz spannend, ein Paar aus seiner Studie hat danach sogar dann wirklich geheiratet. Aber du darfst das natürlich nicht vorstellen. Ja? Du sagst, na, hey, du weißt was, wollen wir das 36-Fragen-Spiel spielen? Das ist voll interessant, das hat jemand entwickelt und dann geht es einfach auch darum, dass man sich so richtig gut kennenlernt und so auf einer tiefen Ebene sich verbindet. Ich habe noch nie eine gehabt eigentlich, die darauf Nein geantwortet hätte. Es fand eigentlich bisher jede Frau interessant. Das kannst du gerne auch mit ihr spielen. Dann werdet ihr euch gut kennenlernen, viele verschiedene, sehr intime Gesprächsthemen haben und natürlich auch eben dieses Konzept von diesen 36 Fragen sehr gut zusammen erfüllen. Und ich meine, ich finde, es ist ein bisschen übertrieben. Man verliebt sich deswegen jetzt nicht gleich. Aber man kommt sich sehr nahe und lernt sich gut kennen und führt sehr interessante Gespräche. Gerade wenn du es dann noch ein bisschen weiterführst, ein bisschen länger über das Ganze redest und so weiter. Aber das kannst du auch immer einstreuen. Wenn du merkst, hey, wir wissen irgendwie nicht, worüber wir reden sollen, hey, hast Lust, spielen wir das 36-Fragen-Spiel. Oder einfach auch, um es generell mal auszuprobieren. Aber es ist natürlich ein Spiel und initiiert. Und du möchtest ja, so wie du bist, authentisch, echt, Frauen kennenlernen können und nicht abhängig sein von so einem externen Spiel. Aber es mal einzustreuen ist cool. Aber es sind natürlich auch immer die gleichen 36 Fragen und wenn es deine Frage irgendwann auswendig weiß, deine Antworten, dann wird es auch ein bisschen langweiliger für dich. Also mach das vielleicht ein, zwei Mal zum Ausprobieren, aber mehr dann auch wieder nicht. Dann finde ich auch super cool, um dann auch zu sexuellen Themen zu kommen. Vielleicht hast du irgendein Lieblingsbuch, Film, Serie, irgendwas, das was mit Sex zu tun hat. Wenn nicht, ja, dann ist es ein bisschen schwieriger, dann überleg dir einfach was. Das wird schon funktionieren. Und dann frage ich sie, hey, was ist eigentlich dein Lieblingsbuch? Und dann sagt sie es und so und irgendwo red mal ein bisschen drüber und im Normalfall fragt sie dann irgendwann, ja, und deins? Im Lieblingsbuch mache ich auch ganz gerne immer so ein bisschen den Schmäh, so, was ist eigentlich dein Lieblingsbuch? Und Achtung, da ist jetzt ganz ein Persönlichkeitstest integriert, aber ja, musst du nicht sagen, spielt jetzt keine Rolle. Und dann fragt sie irgendwann auch, was ist eigentlich dein Lieblingsbuch? Und das ist bei mir Sex God Method, ein Buch, wo es halt sehr viel um Sex geht und wie gut der Sex aufgebaut ist von der Struktur und so. Und dann rede ich darüber und dann fragt sie nach und ist natürlich neugierig, aha, okay, und was ist da und was steht in dem Buch und dann kann ich das kurz zusammenfassen und dann kann ich sie auch direkt zum Beispiel fragen, was macht denn für dich eigentlich richtig guten Sex aus und schon haben wir dieses Thema, ein sexuelles Thema und eins führt dann zum nächsten, du kannst eben über solche Dinge dann reden. Super coole Überleitung auch in das Ganze. Es funktioniert natürlich auch mit Filmen oder was auch immer. An der Stelle, wenn du dann über Sex redest und Vorlieben und sexuelle Abenteuer und was guten Sex ausmacht oder was auch immer, kannst du auch noch einbauen, dass du das richtig cool findest, wenn eine Frau auch zu ihrer Sexualität steht und die auch durchzieht. Weil es gibt in unserer Gesellschaft halt irgendwie so Vollidioten, die da meinen, eine Frau, die sich sexuell auslebt, ist eine Schlampe. Und Frauen stehen natürlich so ein bisschen unter diesem Druck, nicht so leicht zu haben zu gelten und so eben wegen solchen
Gedanken und wenn du ihr dann ganz gleich klar machen kannst, hey, bei dir kann sie sich fallen lassen, locker sein, sexuell einfach sein, wie sie ist, dann kann sie sich auch bei dir fallen lassen, lässt sich auf Sex mit der Ehe ein und weiß, dass du sie nicht verurteilen wirst. Also an der Stelle, hey, ich finde das auch voll cool, wenn Frauen so zu ihrer Sexualität stehen und einfach auch ihr Ding machen und dann nicht immer irgendwie so Angst haben, verurteilt zu werden oder so. Ist ja auch so voll bescheuert, dass das Leute machen, ganz ehrlich. Und wieder weiterreden über was anderes. Wichtig, wenn du über Sex redest, ist natürlich auch die Art, wie du darüber redest. Also du kannst natürlich auch über Sex so reden, dass es in eine freundschaftliche Richtung geht. Aber wenn du sie fragst, was sie eigentlich gut findet und spannend findet und so weiter, dann passt das. Aber wenn es zu broschaftlich wird, sozusagen, wie ihr darüber redet, dann wirst du ein bisschen vorsichtig. Also da natürlich noch ein bisschen aufpassen. Eine andere coole Idee, was du am Date auch machen kannst, ist, wenn du so einen Online-Persönlichkeitstest mit ihr spielst. Da gibt es zum Beispiel 16 Personalities und dann lasst du sie die ganzen Fragen beantworten. Kannst einfach gehen, 16personalities.com/de, glaube ich, sonst einfach 16 Personalities und dann kannst du eh schauen, dass du den Test auch auf Deutsch kriegst. Und den kannst du online einfach machen und den finde ich ziemlich gut, der ist nicht schlecht. Und es macht dann einfach auch Spaß, das mit ihr zusammen danach durchzulesen und du setzt dich viel mit ihr auseinander, wer ist sie, welche Persönlichkeit, dann liest du ihr Persönlichkeitsprofil, dann kannst du sie so ein bisschen auf den Arm nehmen, ah, so eine bist du, ah, habe ich mir schon gedacht, du bedeutest Ärger, was machen wir da mit dir und so, kannst du das wieder so ganz interessante Spielereien dann aus dem Ganzen machen. Alternativ kannst du das natürlich auch mit Horoskopen machen oder so, aber da finde ich einfach so einen Persönlichkeitstest deutlich reizvoll. Auch wenn jetzt umstritten ist, ob der wirklich solide ist, das wirklich stimmt und auch mit Persönlichkeitstest solltest du ein bisschen aufpassen, weil nicht, dass die dir sagen, wer du bist, wenn du es dann liest, dich damit identifizierst und dadurch dann deine Persönlichkeit veränderst, das solltest du natürlich nicht. Aber ich finde diesen Test wirklich gut und sehr interessant. Und vielleicht fragt sie dich dann auch, wer von denen du bist und dann kannst du sie das ja auch durchlesen lassen. Und das trägt einfach auch nochmal zu diesem gemeinsamen Kennenlernen bei. Dann finde ich es auch zum Beispiel spannend, über Ängste zu reden, Sorgen oder Träume und Ziele oder bist du eigentlich romantisch? Was macht für dich Romantik eigentlich aus? Ganz interessante Themen. Die Kindheit, dann kannst du natürlich auch fragen, was ist dir in einer Beziehung wichtig? Aber damit sei ein bisschen vorsichtig. Das sag nur, wenn du auch wirklich in eine Beziehung willst. Weil wenn du mit ihr anfängst, über diese Themen zu reden, Kindererziehung, was ist in einer Beziehung wichtig und so weiter, geht das natürlich auch eher in eine Beziehungsrichtung. Und du möchtest keine Frauen verletzen. Also wenn du nur was Lockeres, eine Sexbeziehung mit ihr haben möchtest, dann red nicht über solche Themen. Aber sonst kann das natürlich auch sehr interessant sein, auch um das natürlich bewusst auch so ein bisschen in diese Richtung dann wieder zu lenken. Dann könntest du sie auch fragen, ja, wenn wir bei der Kindheit vorher noch waren, was sie denn als Kind immer werden wollte, Traumberuf oder was ist das Geheimnis für ein glückliches Leben und darüber dann wieder interessante Gespräche führen. Aber natürlich ist das eine individuelle Sache, was dich interessiert, was dich ausmacht und so, das sprichst du dann vielleicht wieder auf andere Themen an. Reisen und so kann natürlich auch wieder sehr interessant sein. Oder eben auch einfach, ob sie eher introvertiert ist oder extravertiert, ist auch ein sehr interessantes Thema. Und jetzt, nachdem wir über diese Inspirationen für spannende Gesprächsthemen geredet haben, wo du dir gerne das eine oder andere klauen kannst, wenn du dir auch denkst, damit peppe ich jetzt mein Date noch ein bisschen auf, reden wir darüber, wir haben schon ein paar Mal angeschnitten, wie du auf der verbalen Ebene dein Interesse an der Frau richtig kommunizierst. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass du ihr dann irgendwann auch sagst, dass du sie toll findest. Aber es ist auch ein schwieriger Schritt. Wenn du ihn ganz weglässt, wenn du sehr geschickt flirtest, den Körperkontakt machst und dann mit den Vorwänden auch bei ihr oder bei dir zu Hause landest, kann schon gehen, aber ganz grundsätzlich ist es viel besser, wenn du das machst, wenn du das schaffst, richtig auszudrücken. Und hier musst du jetzt abwägen. Hier gibt es zwei Situationen. Hör hier ein bisschen auf dein Bauchgefühl. Wenn du irgendwie so ein bisschen eher ihr nachläufst sozusagen und sie ist so, überzeuge mich, und ihr seid nicht direkt auf Augenhöhe, dann musst du aufpassen, vor allem wenn du ihr dann noch ein weiteres Kompliment machst, wenn du ihr dann sagst, hey wow, also ich finde dich einfach absolut Hammer und also so kannst du es zum Beispiel machen, wenn ihr auf Augenhöhe seid und so dieses Interesse noch zusätzlich auf der verbalen Ebene dann ausdrückst, so wow, du, also und dann irgendetwas, was du wirklich richtig gut an ihr findest, weil es dir aufgefallen ist oder wenn dir nichts aufgefallen ist oder du nichts Spezielles hast, kannst du ja auch einfach sagen, boah ja, also
Ich muss ja sagen, ich hatte eigentlich jetzt überhaupt keine Lust. Ich bin so zu Hause gewesen, habe noch überlegt, boah und so, aber ich finde dich echt richtig cool. Also ich mag dich, echt. Und ich bin jetzt froh, mit dir hier zu sein. Es ist richtig schön. Also ich genieße die Zeit und du bist echt cool. Zum Beispiel. Oder dir fällt irgendwas auf, was dir halt wirklich gut an ihr gefällt. Und dann kannst du ja auch dafür wieder ein kräftiges Kompliment machen. Hey, weißt du was, du bist echt süß, du, da, irgendwas. Wenn du aber jetzt so ein bisschen das Gefühl hast, dass du ihr nachläufst, dass ja, das zu viel wäre, wenn du ihr jetzt auch noch das Kompliment machst, wenn es dann langweilig für sie wird. Wir Menschen, wir wollen immer haben, was ein bisschen schwieriger für uns zu bekommen ist und wofür wir kämpfen müssen, wofür wir etwas hinein investieren. Und wenn jetzt jemand kommt und der wirft uns die ganze Zeit was nach und sagt, oh, hier, nimm doch, hier, bitte, bitte, nimm, dann wird es uninteressant und stoßt uns eher weg. Und deswegen musst du ein bisschen aufpassen, wenn du eben schon so von der Dynamik irgendwie ein bisschen der bist, der um die Frau kämpft, wo du eigentlich nicht sein solltest, aber wenn du da bist, dann musst du dein Interesse geschickter formulieren, wie du es machst. Ich habe doch mal ein Video gemacht, wie du dein Interesse kommunizieren kannst, ohne bedürftig zu sein. Grundsätzlich ist es nicht notwendig. Du kannst auch ehrlich einfach sagen, hey, wow, ich finde dich richtig cool, ich bin froh, jetzt hier mit dir da zu sein, ich genieße es. Aber wenn du in so einer Situation bist, wo ja, du von der Hierarchie so ein bisschen unter ihr bist oder halt nachläufst, dann mach's geschickter. Dann verpack das in so frechen Sprüchen wie, ja, du bist meine Lieblings, dann ihre Namen im Ganzen und dann das Lokal, dieser Ort, wo ihr gerade seid. Und du machst diese Pause. Also du machst dir so ein Riesenkompliment, weil du bist meine absolute Lieblings-Susi. Und dann relativierst du es wieder sozusagen. Also du machst dir dieses Riesenkompliment, so, wow, du bist meine absolute Lieblings-Susi und dann das Lokal, wo ihr seid oder das Museum oder so im Ganzen und dann das Lokal. Dann gibst du sie und nimmst es wieder weg, aber du hast es trotzdem gesagt. Oder sie sagt irgendwas und du sagst, ui, 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 ich weiß nicht, ob das jetzt mit uns noch was werden kann. Ich mochte dich ja, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Damit sagst du, hey, es geht hier zwischen euch darum, ob das was zwischen euch werden kann oder nicht. Du setzt damit die Interaktion direkt in dieses Licht, das ist ein romantisches Kennenlernen. Wird das was mit uns oder nicht? Ohne zu sagen, hey du, bitte, ich möchte, dass das mit uns was wird. Ist eine geschickte Methode auch, das dann so einzubauen. Oder du sagst irgendwie, noch so ein bisschen überlegt, so, irgendwie bist du schon recht süß. Grinst sie dabei vielleicht noch so ein bisschen frech an. Du sagst dir, hey, du bist eigentlich echt süß, aber gleichzeitig sagst du irgendwie, also echt, du bist schon recht süß. Du so, hä, wieso irgendwie, wieso schon recht und so. Vielleicht drückt sie es sogar aus, sagt das sogar, aber oft dann halt auch nicht. Aber du hast es gesagt, ohne jetzt zu viel von dir herzugeben. Aber nur wenn das notwendig ist. Du kannst in vielen Fällen auch einfach sagen, hey du, wow, also ich finde dich echt cool, ich bin froh, mit dir hier zu sein. Gut, das ist das, wie du das Interesse, dein Interesse auf der verbalen Ebene auch ausdrückst am Date. Ganz wichtig, das auch zu machen. Wir haben vorher eh schon gesagt, wann du das auch gut machen kannst. So nach einer Stunde, nach 1,5 Stunden, auch bevor du dann weitere Schritte machst, bevor du diesen starken, intimen Körperkontakt-Move machst, wo dann klar wird, dass das mehr zwischen euch beiden ist. Das ist zum Beispiel eine gute Stelle dafür. Okay, und jetzt zu guter Letzt. Jetzt hast du die komplette Struktur auch von dem Ganzen. Ich hoffe, du hast es dir auch rausgeschrieben, dass du weißt, wie du es machst, Schritt für Schritt. Sonst schau in die Videobeschreibung, da hast du es auch nochmal schön zusammengefasst. Das hilft dir zum zusätzlichen Verständnis, das auch in der Praxis gut anzuwenden. Jetzt gehen wir am Ende noch einmal auf deine mentale Einstellung ein, wie du das machst, wenn du aufs Date gehst. Und das Allerwichtigste, wir haben schon ein paar Mal angeschnitten, ist, dass du dich darauf freust, dass du am Gas stehst. Nicht, oh Gott, hoffentlich wird das was oder hoffentlich können wir uns gut verstehen, sondern hey cool, jetzt habe ich da ein Hammermädel und ich freue mich richtig auf den Abend. Wir werden heute Spaß haben und hey, selbst wenn es nichts wird, dann ist irgendwie trotzdem lustig gewesen, trotzdem was Cooles heute erlebt und so. Und du freust dich einfach und gehst schon mit dieser positiven Energie hin. Und dann siehst du es und denkst, ja, nice, sie ist da und zack und ja. Und du genießt es. Und genauso genießt du es auch, den Körperkontakt zu setzen, weil du es magst, ja körperlich auch näher zu kommen und sie berührst. Und nicht so in deinem Kopf die ganze Zeit bist und dir dann irgendwie denkst, ah, jetzt mit der Augenbrauen gezuckt. Vielleicht darf ich nicht mehr oder so. Nee, du machst dein Ding, du hast Spaß, es ist cool mit dir. Und du setzt doch so ein bisschen, wie sage ich dann, das
auf Deutsch, den Rhythmus der Interaktion gibst du sozusagen auch so ein bisschen vor. Zack, und du machst einfach dein Ding. Und wenn du mit dieser Energie auch reingehst, dann überträgt sich das natürlich. Wie du dich fühlst, überträgt sich auf sie. Wenn du jetzt nervös und angespannt zu dem Date gehst und dir über alles Gedanken und Sorgen machst, dann spürt sie das natürlich auch. Und deswegen werden wir jetzt auch gleich noch darüber sprechen, was du machen kannst, wenn du nervös bist. Weil das, du möchtest natürlich nicht, dass sich das dann so auf sie überträgt. Und da kannst du auch alles Mögliche machen. Darauf gehen wir jetzt auch noch ein. Also Freude auf das ganze Date. Einfach den Ding machen. Nicht so in deinem Kopf, einfach in deinem Moment sein. Und dann wird das schon. Natürlich klingt das jetzt, wenn ich dir das einfach so jetzt erzähle, viel einfacher als in der Praxis. Wenn du dich eben nicht darauf freust oder angespannt bist, wie es ist, dann ist es eben so. Das kannst du dann nicht so leicht ändern. Da hilft dir natürlich auch, selber positive Erfahrungen zu machen. Ein bisschen zu üben, vertrauter damit zu werden und dich so zu akzeptieren, wie du eben gerade bist, wie du dich gerade fühlst. Und mit jeder positiven Interaktion mit Frauen wirst du lockerer werden. Und schon bald wird das einfach auch richtig gut einfach laufen mit den ganzen Mädels. Und dann hast du eben diese Sachen nicht mehr. Und dann freust du dich wirklich auf ein Date. Und dann kannst du diese Zeit wirklich genießen. Und klar, mit Hypnose oder so kann man das natürlich auch verstärken. Aber einfach auch positive Erfahrungen, viele Dates. Und wenn du darin jetzt auch nochmal richtig Gas geben willst, wissen willst, hey, wie bekomme ich denn jetzt eigentlich richtig viele Dates? Wie werde ich denn gut mit Frauen? Dann bewirb dich auch mal zum kostenlosen Telefontraining. Das kannst du in der Videobeschreibung unten auf den Link klicken. Jetzt habe ich dir noch versprochen, dass wir darüber reden, was du machen kannst, wenn du nervös bist. So ein paar kleine Quick-Fixes, die du in dieser Situation akut anwenden kannst, damit es dir besser geht. Vorher möchte ich noch ganz kurz auf die Friendzone eingehen. Du weißt jetzt, wie du das Date aufbaust von der Struktur. Wenn du das genau so machst, wirst du Erfolg haben. Vielleicht nicht bei 100% der Frauen, weil es einfach nicht immer passt, aber sehr häufig. Vor allem, wenn du immer besser darin wirst, wenn du das so umsetzt, werden deine Dates super gut laufen. Aufs Date kommt ja erst eine Frau mit dir, wenn sie schon Bock auf dich hat. Sie hat sich ja schon entschieden. Und wenn du das dann so machst, wie du das jetzt gelernt hast, dann wird euer Kennenlernen weiterführen. Zum Schmusen, zum Sex, zu einer Beziehung, zu einer Sexbeziehung, was auch immer dann. Das Einzige, was das jetzt eben noch verhindern könnte, ist, wenn du maßlos über das Ziel hinausschießt, aber das machst du ja nicht, weil wir haben ja schon besprochen, wenn du merkst, sie rutscht zurück und sie will vielleicht doch nicht, chillst du ja noch, dann machst du nicht weiter. Aber genauso das Gegenteil, das ist fast sogar der größere Feind für viele Leute zumindest, kommt immer auch auf deine Mentalität an, dass du in die Friendzone abrutscht. Und das passiert nur, wenn du dich eben verhältst wie die beste Freundin. Wenn du eben nicht die einmal einbaust, was wir gesagt haben, auf der verbalen Ebene dein Interesse kommunizierst. Und wenn du merkst, irgendwie auf deinen Dates, da kommt nichts raus, da passiert nichts, ihr unterhaltet euch gut, aber am Ende geht ihr getrennte Wege und seht euch nicht mehr, dann fang an, auf dieser verbalen Ebene dieses Kompliment zu machen. Aber natürlich auch den Körperkontakt zu setzen und so weiter. Aber was mir aufgefallen ist, ist, wenn du diesen auf der verbalen Ebene auch einfach mal sagst, dass du sie richtig gut findest, dann hast du nicht mehr die Möglichkeit, dein Interesse zu verstecken und zu verschleiern, was eben dann ganz oft auch der Grund dahinter ist, wenn es dann halt nicht mehr so nicht funktioniert oder du in der Friendzone landest. Flirten, Körperkontakt herstellen, auf verbaler Ebene deine Interesse ausdrücken und natürlich auch die Initiative ergreifen, kennenlernen, immer weiter voranbringen. Dann bist du davor gewappnet. Okay, also damit ihr euch auch wirklich cool kennenlernen könnt, eine lockere, schöne Zeit habt, einen schönen Abend, eine lockere Stimmung und ja, euch ganz entspannt näher kommen könnt, ist natürlich auch wichtig, dass du jetzt nicht super angespannt bist oder nervös. Kann aber sein, dass du es bist. Und dann mach dir keinen Kopf. Ich habe jetzt ganz viele Dinge für dich, die dir auch helfen in dieser Situation. Und zum einen ist das mal so ein kleiner Trick, dass du dich einfach anlehnst. Du lehnst dich so zurück, wenn ihr irgendwo sitzt oder sonst an einer Wand und sofort bist du entspannter, weil deine Psyche und deine Körperkonstellation, also wie du gerade hier im Raum bist, hängen natürlich zusammen. Und wenn du es dir bequem machst, dann hilft dir das auch in deiner Psyche zu chillen. Und im Idealfall lehnt sie sich dann vielleicht auch an, wird auch etwas entspannt und du wirst merken, das nimmt ganz viel Druck raus. Und sonst bist du einfach auch in einer lässigen Position, fühlst dich gleich viel lässiger und dann spürst du so wieder Swag in dich kommen. Du kannst irgendwie lockerer einfach mit ihr reden. Also anlehnen ist schon mal ein super guter Tipp.
Dann ist auch noch wichtig zu wissen, dass du eigentlich nur nervös bist oder meistens bist du nervös, wenn du ein besonderes Bild von dir zeigen möchtest. Wenn du dir denkst, ich möchte jetzt ein Bild von mir zeigen, was ich vielleicht gar nicht wirklich bin und dann irgendwie so ein bisschen herumtust und versuchst, das aufrechtzuerhalten und dann, wenn ich ertappt werden willst und einfach dieses Bild von dir zeigen willst, anstatt einfach zu chillen, zu sagen, hey, wir haben jetzt einen schönen Abend und wir lernen uns kennen. Deswegen hör auf, ein Bild von dir zeigen zu wollen, interessier dich für sie, geh in die Tiefe mit ihr, freu dich auf das Kennenlernen, genieß den Abend, anstatt immer so darauf zu achten, bin ich attraktiv, was mache ich richtig, weil genau das macht dich eben dann auch super nervös. Dann ist es auch noch wichtig zu realisieren, dass das okay ist. Hey, wir sind alle Menschen, wir haben alle die verschiedensten Emotionen und manchmal bist du dann eben vielleicht nervös. Na und? Ist eben so, es ist okay. Es ist okay, so wie du dich gerade fühlst. Das ist sogar cool, weil es macht dich in dem Moment auch authentisch. Es macht dich menschlich. Du bist in der Situation einfach so und das akzeptiere. Versuch nicht, es wegzudrücken, zu sagen, nein, ich bin nicht nervös, ne, das nicht anmerken zu lassen und ja, das irgendwie in eine dunkle Ecke zu verschieben und gar nicht herauszulassen, weil das wird nicht funktionieren. Die Emotion ist da und die kommt dann in irgendeiner anderen Form raus und machst irgendwelche komischen Zuckungen auf einmal oder irgendeine andere Emotion, die dann hochkommt. Akzeptiere dich so, wie du bist und sag, hey, okay, es ist gut so. Ich fühle mich jetzt gerade so und das ist okay. So bin ich gerade. Und was du dann auch noch machen kannst, ist, dass du es einfach ansprichst. Weil dann kannst du es nicht mehr verstecken. Dann bist du nicht so, oh, ich bin nervös und sie darf es nicht merken und so, sondern, oh man, shit, du machst mich gerade mega nervös, aber wenn wir jetzt noch ein bisschen Zeit verbringen, dann werde ich eh gleich entspannter werden. Du musst jetzt ganz lieb zu mir sein. So, kannst du zum Beispiel einfach sagen. Dann ist es schon mal angesprochen, kannst du es nicht verstecken und dann, kannst du dich auch noch mal mehr fallen lassen. Dann hilft es dir natürlich auch noch zu checken, dass du sie gar nicht unbedingt erobern musst. Chill mal, vielleicht musst du erstmal schauen, ob sie dir eigentlich gefällt. Und dreh den Spieß so in deinem Kopf ein bisschen um und sei du jetzt mal der sich sie anschaut. Und magst du sie eigentlich? Gerade wenn du nervös bist, mach diesen Switch in deinem Kopf und du wirst dich sofort auch viel besser fühlen, weil du nicht so in der, bitte mag mich, ich muss jetzt viel von mir zeigen, damit ich dich beeindrucke, in dieser Position bist, wo du natürlich wieder ein Bild von dir zeigen möchtest, was dich eben dann auch wieder nervös machen kann, sondern einfach den Spieß mal so ein bisschen umdrehst. Dann hilft es natürlich auch noch, das Ganze nicht so ernst zu nehmen. So dieses Flirten, Daten zwischen Frau und Mann, das sollte einfach locker sein, Spaß machen, eine coole Sache sein. Und nicht so eine ernste Sache, so eine verkopfte Sache, so eine Sache, wo du jetzt performen musst. Und dann nimm es nicht so ernst, nimm es locker und freu dich einfach auf das Daten. Genieß die Zeit, geh nicht so verkopft an diese Sache heran. Dann habe ich auch noch eine Technik für dich, die unglaublich gut funktioniert in jeglicher Situation, wenn du deine überwältigt bist von irgendwelchen Emotionen, die dich so bremsen, die zu viel sind. Und zwar, dass du spürst das irgendwo in deinem Körper. Zum Beispiel, wenn du jetzt Angst hast oder nervös bist oder so. Und du spürst hier zum Beispiel so ein komisches Gefühl, da drückt es oder so. Und dann fokussierst du dich darauf. Du drückst es nicht weg oder sowas. Nein, die Emotion möchte gehört werden, sie möchte raus. Du merkst, wo ist sie? Und dann fokussierst du dich in deinem Körper darauf, wo die Grenze ist zwischen dieser Emotion und dem Rest von deinem Körper. Da wird sie irgendwie schwächer und dann zeichnest du quasi mental hier so eine Linie herum. Und auf diese Grenze fokussierst du dich dann. Und dann schaust du dir das an und spürst so einfach in dich hinein. Und dann fokussierst du dich auf diese Grenze und alle 10 Sekunden denkst du dir so, okay, hat sich verändert, das Gefühl hat sich irgendwie verändert, das fühlt sich jetzt anders an oder ist gleich geblieben. Und wenn du das 1-2 Minuten lang machst, wirst du merken, ohne zu urteilen, nicht, verdammt, es ist noch gleich oder so, einfach nur, ist gleich, jetzt hat sich es ein bisschen verändert, okay, jetzt verändert sich es wieder, okay, jetzt ist es wieder gleich. Und das mach mal 2 Minuten und dann wirst du einfach merken, dass sich diese Emotion, die dich jetzt noch bremst und vielleicht auch ein bisschen überfordert, umwandelt in etwas anderes, was du viel besser handeln kannst, womit du wirklich gut umgehen kannst, was nicht mehr irgendwie dich bremst und in deinem Weg steht. Kannst du auch machen, bevor du einen Vortrag hältst oder was auch immer. Irgendwas, was dich nervös macht, kannst du diese Übung einfach machen und du kannst viel besser mit deinen Emotionen umgehen und du setzt dich auch damit auseinander und lässt sie eben auch raus. Das ist auch eine ganz coole Technik. Dann hilft auch diese Zwei-Faktoren-Theorie der Emotion. Die sagt im Wesentlichen, dass du zuerst
eine körperliche Veränderung spürst, dann diese Veränderung dir anschaust, du bemerkst sie, zum Beispiel du fängst an zu zittern und dann denkst du dir, aufgrund der Situation, in der du dich gerade befindest, oh, okay, ich bin gerade nervös. Aber jetzt überleg mal, nervös sein und Vorfreude haben, fühlt sich jetzt rein von deinen körperlichen Symptomen sehr ähnlich an. Wenn du jetzt im Vergnügungspark bist und oh, jetzt geht die Bahn los mit den Loopings und es kribbelt schon irgendwie so, Vorfreude, Nervosität, du freust dich aber insgesamt schon drauf. Und genauso ist es dann auch am Date, wenn du jetzt auf einmal dieses Kribbeln spürst und so, kannst du dir denken, oh wow, hier ist mir was wichtig, hier wird es gleich spannend und das als Vorfreude interpretieren und nicht als, oh Gott, ich bin nervös, ich kann jetzt nicht mehr und dich dadurch bremsen. Auch eine super gute Methode, super gut mit Nervosität umgehen zu können. Und dann kannst du natürlich auch noch das 36-Fragen-Spiel spielen, das wir vorher schon erwähnt haben. Du kannst es einfach googeln. 36 Fragen, Arthur Aaron oder einfach nur 36 Fragen. Du wirst es sofort finden und dir das einfach auch einmal holen und das mit der Frau spielen. Weil da wirst du auch gelassener, weil er eben diese starke Vertrauensbasis miteinander aufbaut, ohne dass du jetzt aktiv was dafür tun musst, dass er diese Basis zusammen aufbaut, was dir vielleicht schwerfällt, wenn du wirklich so nervös bist. Dann spielst du einfach das Spiel und ihr werdet euch immer wohler miteinander fühlen und irgendwann kannst du dich auch fallen lassen. Das kannst du auch kombinieren miteinander und dich auch noch anlehnen dabei, vielleicht dich kurz mal auf diese Emotion fokussieren und sie spüren und so weiter. Und all das wird dir dann einfach helfen, in dieser Situation zu chillen. Cool, puh, jetzt sind wir fertig mit diesem Leitfaden. Sehr cool, dass du bis zum Ende auch durchgehalten hast, dass du das reingezogen hast und jetzt deine Dates so richtig genießen kannst, richtig erfolgreich sein wirst. Ganz wertvolles Video und du wirst unglaublich viele schöne, erfolgreiche Dates auch haben, wenn du das so anwendest, wenn dir das jetzt wirklich so in Fleisch und Blut übergeht und du so deine Dates gestaltest. Und ich wünsche dir unglaublich viel Erfolg mit dem Ganzen, ich wünsche dir nur das Beste, dass du das jetzt wirklich gut umsetzen kannst und so richtig durchstartest bei den Mädels und tolle Frauen in dein Leben ziehst. Wende das so an, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, hau mir die gerne in die Videobeschreibung, ich antworte dir dort sehr gerne. Und ja, genieße jetzt deine neuen Dates und mit dieser neuen Struktur, die dir unglaublich helfen wird bei dem Ganzen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder und ja, bis dahin hören wir uns vielleicht auch, wenn du dich jetzt entschließt, das kostenlose Telefontraining mal durchzuziehen, mal zu schauen, ob das Sinn macht, auch ein persönliches Training zu nehmen, damit du auch in Rekordzeit wirklich dein Liebesleben hast, damit du auch mal ganz viele Dates bekommst, um überhaupt in den Genuss zu kommen, diese Struktur hier anzuwenden. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Bis dann, dein Fabian. Ciao.